Sie wussten ganz genau, wo sie hingehen. Alle Propheten, die gestorben sind, sie wussten, wo sie hingehen, weil sie Propheten sind. Aber ein Mohammed, der im Sterbebett sagt, ich weiß nicht, wo ich hingehe, ich weiß nicht, wo du hingehst, so jemanden würde ich niemals folgen. Und so jemanden würde ich niemals folgen. Ich folge nur einem wahrhaftigen Gott und das ist der Herr Jesus Christus. Ich zitiere nochmal von 1. Johannes Kapitel 5, Vers 20. Er ist gekommen, dass wir ihn erkennen als wahrhaftiger Gott und nicht ein Mohammed. Ein Mohammed führt mich nicht zum Paradies. Ein Mohammed führt mich zur Hölle, aber niemals zum Paradies. Und ich folge ganz bestimmt auch keinem Mohammed, um Steine zu lecken. Mach ich nicht. Mach ich nicht. Und ich folge auch keinem Mohammed, um einen Al-Burak zu befolgen. Niemals. Finger weg von sowas. Ein Burak, der Al-Burak, der ein Menschengesicht hatte und die sieben Himmelsfahrten gemacht hat, was auch immer. Um Himmels willen. Um Himmels willen. Eine Religion, die besagt, aus deinen Rippen der Frauen kommt Sperma. Der größte wissenschaftliche Fehler, den es in der Geschichte überhaupt gegeben hat. Schrecklich. Und an sowas sollen wir glauben. Stellt euch mal vor, da kommt jemand, hallo, ich bin Allah, hey, hör mal zu, aus den Rippen der Frauen kommt Sperma. Der größte wissenschaftliche Fehler, Sure 86, Vers 6 und 7, Leute, liest es euch und liest bitte den Tafsir, Leute. Und dann verführen sie noch andere, diese Religion beizutreten, um Himmels Willen. Der größte wissenschaftliche Fehler, den es in der Geschichte je gegeben hat. Geht mal bitte zum Arzt alle und fragt mal bitte den Arzt, hey, Herr XXY, Herr Rudolf, aus den Rippen der Frauen kommt der Sperma raus. Der lacht dich aus, Mann. Dieser Arzt lacht dich so dermaßen aus. Und dann versuchen sie uns noch zu verführen, diese Religion noch beizutreten. Was ein Witz. Haltet euch fern von sowas, Leute. Ich meine das ernst. Haltet euch fern von sowas. Also, an so etwas, wer wirklich an sowas glaubt, dass aus den Rippen der Frauen Sperma rauskommt, Leute, den ist echt nicht mehr zu helfen. Den ist wirklich echt nicht mehr zu helfen. Deswegen Finger weg. Die haben sowieso Fehler ohne Ende in ihrem Buch. Es ist einfach so. Aus den Rippen der Frauen kommt keine Sperma. Astaghfirullah. Yeshua al-Messihu Akbar. Katastrophe. Aus den Rippen der Frauen kommt Sperma. Geh und erzähl das mal Rudolf beim Arzt. Der lacht dich aus. Der lacht dich so dermaßen aus. Geh mal zum Arzt, Leute. Jeder, der noch zum Arzt geht, Leute, geht mal bitte zum Arzt und fragt mal den Arzt. Hey, aus den Rippen der Frauen kommt das Sperma raus. Leute, ich sag euch ganz ehrlich, dieser Arzt wird euch so auslachen. Der wird sagen, wer hat dir diese Scheiße erzählt? Merkt euch, Sure 86, Vers 7. Aus den Rippen der Frauen kommt Sperma. Eine flüssige Sperma. Und dennoch den Tafsir. Leute, der Herr Jesus Christus ist die Wahrheit. Und nicht irgendein Mohammed. Ein Mohammed führt dich direkt zur Hölle. Und das sind klare Worte. Ich beleidige diesen Mohammed nicht. Um Himmels Willen wollen wir nicht. Ja, Babylon, I kiss your heart, my brother. Aber wir müssen klar und deutlich in unserer Wortwahl sein. Wir folgen hier keinem Mohammed, der uns direkt zur Hölle führt. Ja. Da schreibt einer, das wurde bewiesen. Das wurde also bewiesen, dass aus den Rippen der Frauen Sperma kommt. Alter, du bist auch verloren. Aus den Rippen der Frauen kommt keine Sperma. Alter. Nina. Ja. Wann hast du den nächsten Arzttermin? Ich glaube nächsten Monat. Okay. Aber nächsten Monat geh bitte zum Arzt und frag ihn aus, ob aus den Rippen der Frauen Sperma rauskommt und gib mir bitte eine ehrliche Antwort. Guck mal, ich muss morgen selber zum Arzt. Okay, wegen meinem Hals. Weil ich habe trockenen Hals, ich huste die ganze Zeit. Ich gehe morgen zum Arzt und ich werde meine Ärztin fragen, aus den Rippen der Frauen kommt das Sperma? Ich bin mal gespannt, was sie morgen sagt. Ich werde morgen sogar ein kurzes Video machen, ich werde es hochladen. So, da schreibt jetzt einer, Flüssigkeit steht da, du Lügner. Geh mal in den Tafsir, in den Tafsir steht drinne Sperma.
Weil die Tafsire erklären euren Koran. Übrigens zu den Muslimen, die sagen, hey, der Flex ist ein Lügner. Ich lüge nicht. Geht mal in den Tafsir, der Tafsir erklärt es. Aus den Rippen der Frauen kommt Sperma. Stellt euch mal vor, Leute, du leckst ganzen Tag den Stein ab und du glaubst es wirklich. Oh, aus den Rippen der Frauen kommt Sperma. Yeshua al-Messihu Akbar. Aus den Rippen der Frauen kommt ein Akbar. Nein, Mann. Alter, das ist krank. Ey, Mann. Ey, Mann. Ey, Mann. Ey, Mann. Das ist nicht mehr ernst zu nehmen, Leute. Jetzt mal ohne Spaß. Das ist nicht mehr ernst zu nehmen. Ey, das ist nicht mehr ernst zu nehmen, Mann. Nein, nein, nein. Das ist zu viel. Der Arzt wird direkt zu mir sagen, hey, Flex, du bist psychisch krank. Wer hat dir das erzählt, dass aus den Rippen der Frauen Sperma kommt? Leute, nehmt den Herrn Jesus Christus an. An meine ganzen Glaubensgeschwister und Brüder, der lauwarm geworden ist oder schwach geworden ist, Leute, ich hoffe, ich konnte euch heute aufklären. Ja, bei allem Respekt, ich hoffe, ich konnte euch aufklären. Ja, es ist einfach so. Wir haben den richtigen Glauben. Ja, es ist einfach so. Und wir bleiben auch dabei. Argumente. Bruder, hast du deinen Computer dabei? Irgendwas? Hast du irgendwas da? Was brauchst du denn? Geh mal auf Sure 86, Vers 7 und geh bei Al-Tafsir. Jetzt widerlegen wir dieses Argument. Die sagen, nein, das ist eine Flüssigkeit. Jetzt gucken wir mal. Geh mal bei Al-Tafsir. Welche Sure bist du? 86,7. Das werde ich heute beweisen, dass aus den Rippen der Frauen Sperma rauskommt. Jetzt gucken wir. Also 86, ne? Genau, 86, Vers 7. Da steht klipp und klar Sperma. Und dann kommt diese Kafirun, diese Mushrikun und sagt, nein, das ist nicht so. Ja, Kafir. Tafsir, welche Tafsir? Wenn du kurz Kamera anmachst, dann kann ich es dir sagen. Ibn Kassir, al-Tabari, warte mal. Ja, du musst nur Kamera aufmachen, dann kann ich es dir zeigen. Willst du Arabisch? Jetzt, du kannst Arabisch, egal, nee, nehmen wir die deutsche Version, den können wir auf Arabisch wechseln, ist kein Problem. Wenn der Bewusst schreibe ich in Küssen, sagt er, ich will Krim auf einer Basis, kommt der Kreuz und das und Kreuz und das, Mann, Sohn, Frau ist selber. Ja, warte, Habibi, wir sieben, ich nehme im Kassir. Lass dir ganz viel Zeit. Jetzt werden wir mal den Leuten zeigen, was für ein Fehler in diesem Buch drin ist. So. Das ist Ibn Kassir, er sagt das, was du gesagt hast. Das bedeutet die Kreuzigung, dass Mannes oder Zeit schlagen, dass Frau während ihrer Brust, Shabib ibn Bashar sagt, Akrima über Ibn Abbas, er kommt aus dem Kreuzung, denn der ist das Kreuzung des Mannes, das heißt die Sperma. Genau. Und die Frau ist gelb, dünn, gelb. Die Jung ist nur von ihrem Sohn, da ist in der so, was habe ich vorhin zitiert? Aus den Rippen der Frauen kommt was? Genau, Sperma. Hier, yani, aha. Und jetzt auf yani, Arabisch? Yani yaslub, yani yaslub al-Rajl wa tara'ib al-Mar'a wa hiya sadraha. Kommt aus ihrer Brust. Der aha. Sperma kommt aus der Brust einer Frau heraus. Ah, Astaghfirullah. Ja, jetzt war. Ey, was machen wir denn jetzt? Flex ist doch ein Lügner. Nein, du hast die Wahrheit gesagt. Das ist bestimmt. Ah, also Flex hatte schon wieder mal recht, ha? Meine Frage ist, wann der Sperma der Frau aus dem Brust kommt, warum hat sich kein Loch in der Brust, damit der Sperma rauskommt? Wie kommt das raus, der Sperma, Bruder? Genau, was machen wir jetzt? Allah hat einen Fehler gemacht. Er muss ein Loch da machen. Allah hat einen richtigen Fehler gemacht. Also muss lies, mal, lies mal den kompletten Text. Also aus den Rippen der Frauen kommt Sperma, was noch? Astaghfirullah. Allah. Ja, das steht hier überall, dass er aus der Brust der Frau herauskommt und nicht aus ihren
und irgendwo rauskommt aus der Frau des Sadr, das bedeutet, dass sie beruhigt Lies, lies, lies das vor für die Zuschauer, damit jeder sieht, dass das Heuchler sind und Lügner sind und dass sie ihre eigenen Worte verdrehen. Ja, warte mal. Also, nee, das stimmt ja 100%, Bruder. Da brauchst du nicht mehr zu lesen. Warte, ich gucke mal eine andere Sache. Aber du kannst so Ja. lange reden. Allah Azzawajal. Eieieiei. Aus den Rippen der Frauen kommt Sperma. Leute, wenn das kein Grund ist, diese Religion zu verlassen, ich weiß auch nicht, Mann. Da, aus den Rippen der Frauen kommt Sperma. Ich kann nicht mehr. Ey, ich kann nicht mehr. Guck mal, da schreibt einer, Bro, da steht Lende und das ist eine Niere. Ja, aus den Nieren kommt Sperma raus. Seit wann kommt das der Niere? Sallallahu Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Wenn das kein Fehler ist, Alter, ich weiß auch nicht. Hey, ich weiß auch nicht. Das kommt davon, Er wollte weil gut sie ihre machen, aber er hat Bücher noch nicht schlimmer lesen. gemacht. Der hat noch schlimmer gemacht, als Allah, der gerade gesagt hat. Katastrophe. Katastrophe. Er wollte schlauer als Allah dastehen. Das ist Katastrophe. Ey, 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 ey. Das ist Katastrophe. Da schreibt einer, das habt ihr gefälscht. Das steht in deinem Koran drin, der sagt, wir haben es gefälscht. Ey, ich kann nicht mehr. Da schreibt einer, ihr habt das gefälscht. Bruder, es steht in deinem Koran drin, der sagt, nein, ihr habt das gefälscht. Diese Night-Sessions sind so legendär. Astaghfirullah. Flex hörst du mich? Ich bin gleich da. Ja, warte, guck. Jetzt gehen wir weiter ein bisschen. Sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu sarsur. Wie sagte Ibn Abbas, das kommt zwischen den Lenden eines Mannes und der Rippe einer Ja. Frau. Allah, sallallahu alaihi Allah. wasallam. Alaihi wasallam. So, gehen wir dann. Al-Jalalain, er kommt zwischen den Lenden des Mannes und der Brustbein der Frau. Brustbein. Allah, sallallahu. Brustbein noch dazu. Jetzt haben Allah. Nein. Das steht nicht wirklich da drinne. Das Und steht dann nicht sagt Allah, wirklich da ich. drinne. Genau, und da sagt Allah, ich schwöre auf die Existenz der Menschheit. Allah schwört auf die Existenz der Menschheit. Und wer Existenz, das er und. schwört sogar noch auf uns. Genau, organisierte System Allahs. Allah, das ist ein System der Gangster, der Allah. Allah schwört bei dem Himmel. Allah schwört bei dem Himmel. Nein, da hat er geschwört. Genau. So, was an den strahlenden Stern Daniel platzierte sogar, er schwört auf den Stern sogar, auf den Menschen, Nein. auf den Himmel und auf den Stern. Ich weiß nicht, Ach wer du der Scheiße. Allah ist, aber Allah hat große Fehler. Frauen bekommen Sperma aus der Brust heraus und er schwört überall Allah und schwört auf die Menschheit sogar. Er schwört auf die Menschheit. Aber Leute, ich muss, warte mal, lass mal so, wie es ist, Bruderherz. Mach Kamera noch nicht aus, ich mache mich nur groß. Ich muss nur was den Leuten erzählen. Leute, seit wann schwört ein Gott? Leute, seit wann schwört ein Gott? Das ist schon heftig. Allah. Ey, das ist zu hart. Ich kann nicht mehr. Also dieses Mädchen, die Arme, hatte keine Ahnung, deswegen hat sie so sich angestellt, aber hier, da steht der Frau, Brustbein der Frau, kommt die Sperma raus. Aber wisst ihr, was das Schlimmste an der ganzen Sache ist? Leute, jetzt mal Spaß beiseite. Guck mal. Der wahre Glaube, Bruder, Allah hat geschwört. Und das Schlimmste an diesem Vers ist auch noch, das ist falsch. Aus den Rippen der Frauen kommt keine Sperma. Genau.
Also Allah hat geschwört, dass es die Wahrheit ist, aber wissenschaftlich aber wissen Lüge. wir, aus den Rippen der Frauen kommen keine Sperma. Auch keine Eizelle im Übrigen. Und auch, genau. Also Allah hat auf etwas geschwört und noch gelogen. Allah, sallallahu alaihi wasallam. Ey, das ist nicht, das stimmt nicht. Hat das Allah wirklich gesagt? Ich kann nicht mehr. Der wahre Glaube. Ich kann nicht mehr. Ich muss mich echt zusammenreißen. Oh, Jesus. This is so crazy. This is so crazy. This is so beautiful. Oh, scheiße. Hallo, hallo. Hallo, wie geht's dir? Gut, ich habe wegen dir so Lachflash bekommen, ne? Da musste ich mich wieder daran erinnern, wie der Stein weggelaufen ist. Ja, alles gut, alles gut. Ich glaube, der wahre Glaube, seine Verbindung oder sein Internet ist ausgegangen, nicht so schlimm. Ja, sonst, wie geht's dir? Lang nicht gesehen. Ja, sehr gut. Sehr schön, sehr schön. Ja, und was machst du? Jetzt dir gerade zugucken und ja, mich zu Tode lachen. Du, man muss auch ehrlich sein. Exodus 22, 16 habe ich schon erklärt, Desi. Das habe ich schon erklärt. Alles gut. Der wahre Glaube. Ja, Flex. Hörst du uns? Ja, ich höre dich. Hörst du mich? Ja, wir hören dich. Seelenreißerin, warte. Hä, warum folge ich dir nicht auf diesen Account? Gute Frage, keine Ahnung. Okay, das ist sehr komisch. Ich folge dir komischerweise nicht auf diesen Account. Okay, jetzt aber. Okay. Ach, danke schön. Ja, alles gut. Der wahre Glaube, Bruder, bitte für unsere christlichen Brüder und Geschwister, Bruder, damit ich ein bisschen was trinken gehen kann, kannst du bitte über das Zeugnis des Herrn Jesus Christus sprechen, über Jesus Christus, und dann komme ich gleich wieder, ja? Okay, mein Lieber. Weil ich habe ja darüber gesprochen, dass der Herr gekommen ist, dass wir ihn erkennen, ja, laut 1. Johannes Kapitel 5, Vers 20, er ist gekommen, dass wir ihn erkennen und als wahrer Gott auch erkennen, ja? Und darüber hinaus habe ich auch gesagt, dass unsere Sünde teuer erkauft worden sind, dass er gekommen ist, um diese Sünden zu stemmen für uns. Und das nennt man Liebe. Und das habe ich auch den Leuten erklärt. Ne? Hey, Leute, vielen, vielen Dank für die Geschenke. Und wenn du hier weiter fortfahren möchtest, dann kannst du fortfahren. Ich bin gleich wieder da. Ich tue nur kurz was trinken. Okay, mein Lieber. Ja, Gott segne, liebe Geschwister. Ja, schön, dass wir hier den Herrn Jesus Christus auch Zeugnis von ihm geben, dass der Herr Jesus Christus allmächtig ist, dass er wirklich der wahre Gott und der Allmächtige und das ewige Leben ist. Der Herr Jesus Christus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Der Herr Jesus Christus ist gekommen, um sein Leben zu geben, damit jeder an ihn glaubt, nicht verloren, sondern das ewige Leben hat. Der Herr Jesus Christus ist nicht gekommen, eine Religion zu gründen, sondern der Herr Jesus Christus sagt, Johannes 14,6, ich bin der Weg und die Wahrheit, das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Jesus Christus ist der Weg der Ewigkeit. Da brauchen wir keine Religion. Wir brauchen keine Philosophie, wir brauchen keinen Allah, der, sag ich mal, überall die Fehler macht. Da sagt, der Frau hat die Sperma kommt aus der Brust der eine Frau, jenes das. Das ist eine Lüge der Teufel. Die Menschen haben dieses Buch erstellt. Aber die Himmel und Erde vergeht, sagt die Bibel. Jesus Christus sagt, meine Worte bleiben in Ewigkeit. Und das stimmt auch. Archäologisch, sagen wir historisch, und das Bibelwort Gottes gibt Zeugnis von Jesus Christus, dass Jesus Christus wirklich gelebt hat und Jesus Christus die Wahrheit und das Leben ist. Dass der Herr Jesus Christus Gott Mensch wurde, auf die Welt kam, damit jeder die Wahrheit erkennt und frei wird von seiner Sünde und Ewigkeit erlangt. Mohammed ist nicht gekommen, die Wahrheit zu predigen, sondern Mohammed ist gekommen, damit die Menschen in Dunkelheit leben. Und am Ende sagt er, ich weiß nicht, wo ich komme, wo ihr hinkommt. Mohammed ist gestorben, in ewige Verdammnis gegangen. Mohammed schwört bei dem Stern und Allah schwört bei dem Stern. Wer ist der Stern? Weil liebe Apostelgeschichte und auch im Alten Testament der Stern, das Moloch war. Der Stern, das Moloch, das Götzen war. Und Israeliten haben genau diese Stern auch angebetet. Und der Herr Jesus Christus hat auch im Alten Testament, auch im Neuen Testament, die Israeliten gewarnt, dass die diese Stern nicht anbeten. Allah aber, das ist der Herr über den Stern. Versieren zum Beispiel auch überall,
dass der Stern bei dem Islam und der Halbmond der Sichel auch Hilal bedeutet, dass die Dunkelheit, dass es zum Zeichen der Islam ist. Wir sehen, dass Islam nicht von Gott, sondern Islam vom Teufel ist. Allah sagt, ich wollte Makr und Makr. Allah ist der beste Listenschmied. Er ist Betrüger, er ist hinterhältig, er betrügt die Menschen, lügt die Menschen. Warum tut er das? Damit die Menschen in Ewigkeit Verdammnis gehen. Der Herr Jesus Christus sagt, in Johannes Evangelium sagt, der Teufel ist ein Lügner, der Vater der Lüge. Und er nimmt es keine Wahrheit, sondern Jesus Christus, er sagt, ich bin die Wahrheit. Jesus Christus ist der Einzige, der Wahrheit ist, weil Gott die Wahrheit ist. Jesus Christus zeigt klar und deutlich, dass er Gott ist, dass er die Wahrheit ist, das Leben ist, liebe Bruder, Schwester. Lass uns nicht verführen von Teufel, von Allah. Meine Frage an Muslime ist, wenn Allah Gott ist, warum hat Allah nur zwei rechte Hände und einen Fuß? Warum konnte Allah sich nicht einen linken Bein zu machen, einen linken Hand zu machen? Wenn Allah Gott ist, warum Allah musste vom siebten Himmel bis zum dritten Himmel kommen, um die Menschen zu hören, dass sie seine Gebete erhört werden? Für mich ist dieser Allah eins, er ist ja behindert, ich habe nicht gegen Behinderte. Er hat nur zwei rechte Hände und einen Fuß, er kann nicht gehen, er muss bis zum dritten Himmel. Das heißt, wie viele Jahre wahrscheinlich bei Allahs 50 Jahre, wie ein Jahr 50 Jahre. Allah muss viel gehen, bis er die dritte Stufe erreicht hat. Und bis die Gebete dieser Menschen zu ihm kommen, das dauert ja Ewigkeit. Das heißt, diese Menschen gehen in die Hölle und werden sterben und Allah wird die nicht hören. Allah ist auf einer Seite auch taub. Wie kann das sein, dass Allah, der Allmächtige, taub ist? Allah liegt auf einem Bett. Wie kann das sein, dass Allah auf einem Bett liegt und er schläft? Wir lesen zum Beispiel, dass Allah am Schlafen war und der Teufel geht im siebten Himmel und verführt Adam und Eva und er war am Schlafen. Was war mit Allah los? Warum? Eine Ohr war taub, linke, zwei linke Hände, eine Fuß. Bis er den Teufel erreicht, dauert eine Ewigkeit. Was hat das Allah al-Azim? Ja, was soll ich noch erzählen, Bruder Bilex? Soll ich dir noch erzählen? Soll ich noch erzählen, dass Allah sagt, die Hälfte Frauen gehört mir und die Hälfte Geld gehört mir und Mohammed? Was soll ich doch erzählen, Bruder? Dieser Allah ist für mich kein Gott. Der ist schizophren. Der ist schizophren, Bruder. Und deswegen gibt Allah keine Gelegenheit, liebe Bruder und Schwester. Gib ihm keine Gelegenheit. Gib ihm keinen Raum. Der ist wirklich der Teufel. Allah ist der Teufel. So, wenn wir lesen zum Beispiel, Allah kommt auf einen Fisch. Er reitet einen Fisch. Was macht Allah auf einen Fisch? Warum reitet er auf den Fisch? Wir lesen Surat al-Nun. Allah schwört auf den Nun. Was ist der Nun? Allah sagt, diese Erde, die wir darauf leben und darauf sind, liegt auf dem Rücken der Nun, der Wal. Und er trägt diese Erde. Meine Frage ist, wo kommt diese Philosophie her? Gib mir eine Archäologie, gib mir einen Philosoph, gib mir einen historisch, gib mir ein irgendetwas, dass diese Erde, die wir drauf leben, auf Rücken einen Wal ist. Wir finden dieses nicht. Allah ist schizophren. Allah vergisst alles. Und was sagt er? Und wenn wir? Flex, man hört dich nicht. Der wahre Glaube, du musst wieder reinkommen. Ich glaube, die haben dich gemeldet. Du musst nur wieder reinkommen. Alles gut. Ey, ich habe mich so kaputt gelacht, ich musste mich echt zusammenreißen gerade, Leute. Djibril hat dich rausgeschmissen. Ja, was machen die? Die melden mich immer, Bruder. Djibril. Aber genau richtig erzählt, richtig gesagt. Und deswegen kann man so etwas nicht folgen, was zwei rechte Arme hat und ein Schienbein. Also sehr merkwürdig. Rasiert er denn überhaupt auch den Schienbein, oder? Nein, da steht, Ibn Tamir sagt das, es ist authentische Überlieferung. Ich habe meinen Herrn, mein Gott, sagt Allah, Muhammad sagt, ich habe meinen Herrn, mein Gott, gesehen, Gestalt eines jungen Mannes mit lockigen Haaren, weiße Zähne, goldene Schuhe. Und er ist rasiert. Das heißt, macht Gillette. Ich weiß nicht, welche Gillette er benutzt. Aber auf jeden Fall ist er rasiert. Hey, aber warte mal. Jetzt mal ohne Spaß. Wir müssen ehrlich sein. Also Spaß beiseite. Ich habe gehört, Ibn Kathir, also laut Überlieferungskette, hat Allah Locken und ist ein junger Mann. Ja, ich habe die Überlieferung. Mach auf, bitte, ich will das lesen, bitte. Die melden mich.
Mach, ich will das sehen. Egal. Ja, warte mal. Einen Moment, es gibt ein Programm, wo man dich dann auch nicht melden kann. Da fliegst du da nicht raus oder so. Ja, da muss ich mir sagen, Schwester, schick mir das privat. Ja, okay, gut, ich schicke dir das mal, warte. Obwohl, warte mal ganz kurz. Ich kann dir ja gar nicht über Nachricht schicken. Ich schicke das mal Flex und er schickt das. Genau. Allah, Allah, Shalom Aleichem. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Habibi. Sallallahu ala, sallallahu ala Shimon. Wir lesen hier Ibn Tamir. Wir lesen hier Ibn Tamir, Buch Bayan Tabis. Wer macht Geräusche? Mach mal bitte alle komm, damit wir hören Geräusche. Ria. Alles gut, so. Alles gut. Das war bestimmt Borak. Autor Ibn Tamir. Ibn Tamir ist authentisch. Sehr authentisch. Einer der großen Gelehrten. Sehr authentisch. Buch Bayan Tabis al-Jami'iyya, Band 7, Seite 290. Das ist das Buch auf Arabisch. Jeder kann das lesen und jeder Gelehrte soll kommen und sagen, dass es eine Lüge ist. So. Dann gehen wir hier auf Deutsch da drauf, lieber Bruder Flex. Dann sehen wir das. Warte mal, ich will das groß machen. So. Der Gesendete Allah, das heißt Mohammed. Ich habe mein Gebeter, Allah, in Gestalt einen bartlosen, bartlos, er ist kein Bart, Allah, das heißt ein Kafir, jungen Mannes, welcher lockige Haare hat, in einem grünen Garten im Paradies gesehen. Allah. Allah, er ist ein junger Mann. Er ist jung, er hat Locken und er ist bartlos. Das heißt, er hat. Warte mal, aber haben die Araber auch nicht Locken, lockige Haare? Und das Problem ist, der Teufel hat auch Locken. Was machen wir jetzt? Ach du Scheiße. Wen beschreibt Mohammed hier? Michael Jackson? Weil Michael Jackson hat auch Locken. Der Teufel hat auch Locken. Hat auch Locken. Genau. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wahnsinn. Nein. So, genau, das ist ja das. Und wenn wir das lesen, oder hat Mohammed Wirklichkeit, was er gesagt hat, Jesus Christus gesehen? So, so wir lesen zum Beispiel Abdullah ibn Amar, der Albani. Al-Jami, ist das sahih? Ist das sahih? Was sagt er? Also sah ich einen Mann, Adam, als Beste, was man im Blut der Menschen sehen kann. Mir wurde gesagt, der Messias, der Sohn der Maria. Und dann sah ich einen Mann mit dem lockigen Haare. Also hier steht das. Und dann gehen wir zum Beispiel, dass der Antichrist sogar Dings ist, dass er lockige Haare hatte. Oh je. Oh je. Also was machen wir? Ja, der Antichrist hat lockige Haare, der Allah hat lockige Haare, krass. Also und er ist bartlos. Meine Frage ist, warum ist Allah rasiert? Was bezweckt das, dass Allah lockige Haare hat und ein junger Mann ist weh? Und wenn die sagen, Allah ist kein Mann, Mensch, wie kann Jesus Christus Mensch, Gott Mensch werden? Aber warum ist Allah ein junger Mann mit lockige Haare? Genau. Also, rasiert? Jetzt müssen wir sogar dagegen steuern, und zwar, wenn Jesus Christus nicht Mensch werden kann, dann müssen wir die Muslime fragen, wie kann es sein, dass Allah Locken hat und warum Allah ein junger Mann ist. Jetzt müssen wir die Muslime fragen, wie kann Allah ein junger Mann sein? Allahu Akbar. Jetzt hört man dich nicht mehr. Das ist keine Sure, das ist eine Überlieferungskette. Ibn Tamir. Der wahre Glaube, wir hören dich nicht mehr, ne? Übrigens. Leute, hört ihr mich eigentlich? Leute, hört ihr mich? Hört ihr mich? Ja. Okay. Ich glaube, irgendwas ist mit seiner Verbindung. Irgendwas. Irgendwas ist mit seiner Verbindung. Er muss noch mal eine Anfrage stellen oder so, keine Ahnung, ich weiß nicht.
Oh, Leute, ich muss morgen dringend zum Arzt. Mein Hals kratzt so ekelhaft, das ist der Wahnsinn. Da sind wieder Hacker unterwegs. Ich glaube auch, dass irgendwie so Hacker unterwegs sind. Weil das ist Katastrophe. Warte, ich lade mal den Bruder nochmal ein. Vielleicht geht das jetzt. So. So. Ich habe dir das geschickt, ne? Das kannst du ihm schicken. Sein Kontaktdaten nicht, damit er es runterladen kann, wegen der Meldung. Okay. Ach so, damit er nicht mehr gemeldet werden kann, ne? Oh, richtig. Gottes Segen, Flex. Gottes Segen, Santo, wie geht's dir? Mir geht's wunderbar. Ich treibe mich hier ein bisschen in den Streams herum. Da haben sie den armen, Alvaro ein bisschen bearbeitet. Dieser arme Junge, wo jetzt zum Herrn Jesus gefunden hat, haben sie versucht, ihn abzubringen vom Glauben. Aber die kommen halt immer mit dem Alten Testament, ganz klar. Die kommen immer wieder. Eine Sache darfst du nicht vergessen, Bruder Santo. Das sind Heuchler. Hello, friend, how are you? I am very fine. What about you? I don't hear you again. You have to speak. Your connection is very bad. I think you have the connection from Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. You need to switch your internet connection. I don't hear you. I don't hear you. Your connection is very bad. Okay, Leute, hört ihr mich gut? Ja, ich höre dich gut, Flex. Okay, weil ich dachte, der hat das Internet noch vom schwarzen Stein, deswegen, alles gut. Ja, alles gut. Okay. Die kommt immer. Flex, das musst du wieder nachmachen, wie du wieder geprügelt worden ist, der Stein. Und dann ich soll von dem Stein erzählen. Oh, das ist so göttlich, ich komme da nicht mehr rein. Jetzt kommt der Kerl hier rein, da können wir darüber sprechen, das ist kein Problem. Ich warte nur, dass er reinkommt. Gottes Segen. Ja, Gottes Segen. Wenn alle kurz Geduld haben, ich spreche kurz mit dem Kerl da oben, bin ich mal gespannt, was er dazu sagt, zu dieser Geschichte. Alright. Ganz entspannt. Jetzt gucken wir mal. Ja, wir wollen ja die Wahrheit sprechen. So, I hope Moses is gonna follow a stone that runs away. And then if you grab the stone and then you beat the stone up, ya kafir, kafiruna, munafiq. So we're gonna speak about that. It's no problem. Ya kafir. Ya munafiqun. Yeah, we can speak about that. It's no problem. I mean, we believe all in stones that runs away, by the way, just saying. Hey man, das ist der Wahnsinn. Das ist, also, das ist schon eine Beleidigung eigentlich gegen Moses. Aber ja. Hallo Dietmar. Ich glaube auch. Dietmar, do you want to speak? You guys have nothing to do with God. Also ganz ehrlich, ich würde mir nicht mal die Mühe machen, wenn ich mit der Person nicht reden will, dann gehe ich nicht hoch. Dann gehe ich nicht in diesen Channel hoch. Ja, das ist einfach nur, das passt denen einfach nicht, dass wir darüber aufklären, das passt denen nicht, dass wir darüber reden. Aber die dürfen über die Christen reden. Aber wenn wir es tun, dann ist es ein Problem. They have a problem with it. Ja, a stone that runs away and then you're running, you're grabbing the stone and say, hey, you kafirun, why are you running away, ya kafir? Ya kafir, munafir. Ja, run away, ya munafikun.
Das ist. Ich glaube, ey, das ist so göttlich. Hatte der Stein denn da auch ein Schienbein? Das ist der Wahnsinn. Das ist. Ich will nur etwas sagen, bitte. Dann gehe ich gerade wieder raus. Ich muss schlafen gehen. Anesio, wie geht's? Ich bin davon noch träumen. Mir geht's gut. Mir geht's gut, Bruder. Gott segne dich. Ganz kurz, damit ich rausgehe. Also, der arme Alvaro wurde gehackt. Ja. Wer wurde gehackt? Ja, Bruder. Der wer? Ja, jetzt kommt immer einer rein und sagt, mach deinen Stream aus oder mach das, mach dies. Es ist halt immer so. Wer wurde gehackt? Wer wurde gehackt? Der Alvaro in seinem Stream. Echt jetzt? Ja, ja, ich war dabei. Alvaro wurde gehackt, ja. Da kommt immer so ein satanisches Lied rein und dann sagt er, mach deinen Stream aus, sagt, dass der Geist da ist, sagt, dass der Geist da ist und dann, ja. Ich wollte da einfach nur warten. Wisst ihr, wo das Problem ist? Ich sag euch, wo das Problem ist. Ganz einfach. Wir wissen ganz genau, wer das macht. Ja, ich will die jetzt nicht in den Dreck ziehen, aber ihr wisst ganz genau, wo die Musik spielt. Ja, das ist ein Heuchler. Ich sag's nochmal. Das ist ein Heuchler. Denen passt es nicht. Deswegen bin ich rausgegangen bei Alvaro, weil ich gemerkt habe, einfach nur, das hat keinen Wert mehr, darüber zu sprechen, weil alle einfach reinreden und es bringt nichts. Das passt denen nicht, dass der Kerl sagt, er ist Ex-Muslim. Das passt denen einfach nicht. Nummer zwei, die haben ein Problem damit, dass er sagt, er ist Ex-Muslim. Es ist einfach so. Damit haben die ein Riesenproblem. Ja. Nummer drei, es passt denen nicht, dass er den Islam verlassen hat. Und Nummer vier, es passt denen nicht, dass er darüber spricht. Das passt denen einfach nicht. Ja, das dürfen wir nicht vergessen, Leute. Das passt denen nicht. Das sind Heuchler. Und das nächste, was die auch dann tun, ist, die drohen. Ja, da sind sie sowieso Nummer eins, diese Heuchler. Ja, die drohen. Merkt euch eine Sache. Die können nur drohen. Und die wollen dann unbedingt wissen, wo du wohnst. Ja, das nennt man Verzweiflung, ja, weil erstens, wenn du einen wahren Gott hast, dann suchst du nicht jemanden, wo der wohnt, ja, nur um jemanden einzuschüchtern oder jemanden weh zu tun. Das sind die ekelhaftesten Heuchler. Deswegen sage ich immer wieder, für mich sind das Heuchler einfach, ja. Nummer zwei, Heuchler. Heuchler bis zum geht nicht mehr und die leugnen alles, wo es nur noch geht. Ja, sie wollen die Wahrheit nicht hören. Es geht nicht darum, leben, leben lassen. Soll doch jeder seine Sache machen, wie er möchte, ist doch kein Problem. Aber dieses Herumheucheln, dieses Heucheln, ich hasse das. Ja. Ich hasse das ums Verrecken einfach. Ja, der Denklach ist auch bei Alvaro hochgekommen und hat ihn bedroht, ja. Hat gesagt, er soll aufpassen. Man merkt ihre Geister, also. Tut mir leid. Denk nach, sollte lieber mehr schwarze Steine lecken. Und ich denke mal, er muss auch sehr, sehr viel Kamelurin trinken, damit er nicht so aussieht wie einer, der, ich will jetzt nichts Falsches sagen. der sieht fertig aus, Mann. Guck dir mal sein Gesicht an. Der sieht aus so wie einer, der so kurz vorm Abkacken ist, so, weißt du, so sieht er aus. Der Arme, der tut mir so leid. Weißt du, wenn ich den schon angucke, der sieht so seelenlos auf. Ist euch nicht mal aufgefallen, Leute, wie dieser Mensch aussieht, dieser denkt nach, so seelenlos. Seelenlos. Guckt euch mal sein Gesicht an. Seelenlos. Der hat Gott nie gekannt. Der weiß nie, wer Jesus ist. Er hat Jesus nie erkannt. Guckt euch mal das Gesicht von dem Kerl an. Kaputt, verbraucht, leer. Keine Seele in ihm. Guckt euch mal den Kerl an, Mann. Kann man sowas überhaupt ernst nehmen? Der Kerl ist doch fertig, Mann. He's done. He's absolutely done. Seelenlos ohne Ende. Und so jemand folgen die Muslime. Ah, der hat dich widerlegt. Ah, der hat dich widerlegt. Yeah, go lick the black stone as your prophet did. You mushrikun. Ey, Bruder, ich muss wirklich wieder rausgehen. Ich wünsche euch alle noch Gottes Segen, gesegnete Nacht und man sieht sich wieder, Bruder. Ja, kein Problem, Bruder Herz. Und ja, auch dich, Schwester. Ich küsse dein Herz, Alex. Gottes Segen, Gottes Segen. Gottes Segen euch. Ja, Bruder Flex, die haben keine Ahnung. Die Muslime haben von ihren eigenen Quellen keine Ahnung. Wirklich nicht. Das muss ich ehrlich sagen.
Die alle, die hier auf TikTok sind, sind nur einfach nur Lügner und Betrüger und Heuchler, die sogar ihren Hadith verwerfen, ihren Gelehrten sagen, da sind Israeliten gewesen. Der sogar der Hamdi, die hier, der Guru von der ganzen hier, dieses Gummibärchenbande, der sagt, Ibn Kassir war ein Israelit, Tabari war ein Jude und jenes das. Das sind alle Lügner. Mit solchen Leuten kannst du gar nicht reden. Warum? Weil diese Quellen sprechen gegen ihre eigenen Theorien. Die kommen ja gar nicht damit weiter. Genau wie die Frau mit dem Sperma auf den Brust kommt. So, wenn die Frage ist, mit dem Denken nach, ich habe ihn einfach nur gesagt, warum hat Allah kommt Samen der Männer, der Sperma der Männer aus dem Thron Allah? Er sagt, sag mir deine Adresse. Sag ich, junger Mann, warum soll ich meine Adresse geben? Widerlege ihm ja. Warum die Sperma Bruder, wahre Glaube. Auf den Thron des Allah kommen? Ja, Bruder. Wahre Glaube, Bruder. Die melden dich. Ich krieg wegen dir Meldung. Geh raus und komm noch mal rein. Die melden dich. Ich hab dir gesagt, die lassen. Das ist sehr seltsam, Leute. Die melden den Bruder die ganze Zeit. Der muss raus und noch mal wieder rein. Schick ihm mal das, was ich dir geschickt habe. Okay. Er soll das runterladen, dann wird wahrscheinlich auch. Ich werde ihn einen anderen Trick beibringen. Ich zeige ihn einen anderen Trick. Ah, okay. Aber Flex. Weil die, ja, Bruder. Wegen Alvaro, also wirklich, der hat mir wirklich leid. Man hört dich nicht, Bruder. Jetzt, du bist auf Stumm. Man hört dich nicht, Bruder. Du bist auf Stumm übrigens, ne? Wollte ich dir nur mal sagen. Hörst du mich? Jetzt hören wir dich, ja. Die haben Alvaro bearbeitet. Die kam mit irgendwelchen Geschichten von Rebecca. Sie war 3 Jahre alt. Geschichten von was Rabbiner erzählen. Was in der Bibel sind, gar keine Altersangaben von Rebecca. Das ist alles, die haben den da versucht, irgendwie voll einzulullen. Und da sind Gott sei Dank 2 Glaubensbrüder dann von uns hochgekommen, wo denen dann Bibelstellen gezeigt haben, dass es überhaupt gar nicht so ist. Rebecca war gar nicht 3 Jahre alt. Ein Mädchen, wo 3 Jahre alt ist, kann keine Wasserbibel tragen. Das mit Rebecca habe ich schon 1000 Mal widerlegt. Also das ist... Ja, sie haben halt versucht, ihn zu bearbeiten halt, ja, wie auch immer. Ja. Ganz kurz, wahrer Glaube, geh mal komplett aus der App raus und starte nochmal dein Handy neu, weil du hast immer noch die Meldung, ich sehe das. Du musst komplett neu starten, alles komplett. Okay, bis gleich. Warum machen die das mit mir? Ich weiß es nicht. Die kommen nicht weiter, bis gleich. Ja, bis gleich. Ja, das ist normal, das sind die Muslime, ne? Also nichts Neues. Ich muss es kurz machen, damit dieser Widerspruch rausgeht. So, Jesaja, du willst was sagen, mein Lieber, dann sag. Shalom, Flex, Shalom an alle. Wir haben heute geschrieben, erinnerst du dich? Tatsächlich, ja, ich krieg sehr viele Nachrichten, deswegen, ja. Ich habe dich gerade nicht gehört. Ich glaube, mein Internet war schlecht oder deins. Dein Internet war gerade ein bisschen schlecht. Weil du eben. Ich habe gesagt, ja, ich krieg sehr, sehr viele. Ich krieg sehr, sehr viele Nachrichten. Deswegen, es kann sein, dass ich 1-2 Nachrichten vergesse. Deswegen musst du mich kurz nochmal aufklären. Es ging um die Bedrohung, weil du das eben gesagt hast, angesprochen hast, habe ich gesagt, ich komme hoch. Ich wurde heute auch bedroht, komischerweise. Hat mir einfach irgendein Fake-Account unter einem Video von mir, den ich gepostet habe, da ging es um verfolgte Geschwister, hat am Anfang geschrieben, und das werden wir weiter tun, das heißt die Verfolgung. Jesaja, darf ich dir was sagen? Ja, Bruder, bitte. Glaubst du an Gott? Amen, Amen. Okay, glaubst du, dass Jesus Christus lebendig wurde und dass er die Sünden auf sich genommen hat? Glaubst du daran? Amen, natürlich. Okay. Glaubst du daran, dass deine Sünden teuer erkauft worden sind? Amen, natürlich. Also brauchst du vor diesen Heuchlern null Angst haben, weil du hast den wahren Gott hinter dir. Amen, Amen. Aber es geht ja nicht nur um mich, Bruder. Du musst es verstehen. Ich habe keine Angst, weil er hat mir auch meiner Familie gebracht. Du brauchst null Angst haben, weil Gott wird dir diese Angst nehmen. Vertrau mir. Amen. Aber es gibt halt Geschwister, die nicht so hart im Leben sind. Ja? Also bei mir ist es egal, weil ich habe eine sehr große Familie, mein Lieber. Ich bin aus Süditalien und ich sag mal so, ich gehe der Gewalt aus dem Weg, aber wenn die Gewalt zu mir kommt, dann knallt es. Verstehst du? Also. Ja. Aber man muss auch die anderen Geschwister ermutigen. Lasst euch nicht unterkriegen. Ihr könnt eure Meinung sagen. Wir leben hier in einem
freien Staat, wir sind nicht in der Scharia, wir sind in der Überzahl und wir halten zusammen. Wir halten zusammen, ihr seid nicht alleine, liebe Geschwister. Macht euch nicht verrückt, wenn was ist, immer andere Geschwister anschreiben und wir halten zusammen. Das wollte ich gerade sogar erwähnen. Das geht doch an alle. Ja, übrigens, sollte euch jemand privat drohen oder etc. pp. Schickt die Profile einfach durch, Leute. Ich meine das ernst. Schickt die Profile einfach durch. Diese ganzen Sachen, die klären sich eigentlich von ganz alleine. Wir haben den Herrn Jesus Christus an unserer Seite, ja. Uns kann niemand etwas, Leute. Ich sag's euch ganz ehrlich. Wir dienen dem wahrhaftigen Gott. Ne, deswegen, ihr braucht gar keine Angst haben. Ich meine es ernst. Glauben wir alle an den Herrn Jesus Christus? Ja, also. Jetzt machen wir mal ganz groß. Was steht denn da drinne? Hier, könnt ihr alle lesen? Ja. Und die Kommentare sind noch bei mir. Ich glaube, das ist auf einen fixierten Beitrag von mir. Also das könnt ihr alle sehen. Ne? Zeigt er wenigstens auch sein richtiges Profil? Nein, der hat so ein Joker-Face. Mhm. Und ja, ja, kennst du doch Flex, ja, du weißt doch. Du, ich nehme das, soll ich ganz ehrlich sein, das ist mir sowas von egal. Die können so oft drohen, wie sie wollen. Das ist mir sowas von egal. Ich sag dir ganz ehrlich. Mir macht mittlerweile gar nichts mehr Angst. Ich habe echt null Angst. Gar nichts vor gar nichts. Ich sag dir ganz ehrlich, wie es ist. Ja, nein, natürlich. Wir dürfen auch keine Angst haben, denn wir glauben ich ja. Ich weiß, das letzte Mal, wo ich Angst hatte, boah, das ist. Hey, ewig her, ewig, 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 ewig her, wo ich wegen etwas Bestimmten wirklich Angst hatte. Aber das war im Traum. Da hat mir etwas extrem Angst eingejagt. Das meine ich ernst. Und das war zu krass. Ne? Aber was ein Menschen wirkt, nein, also sorry, nein, nein. Wir haben den wahrhaftigen Gott an unserer Sache, an unserer Seite. Und deswegen müssen wir vor gar nichts Angst haben. Aber ja. Weißt du, Flex, es geht ums Prinzip. Weißt du, was ich denen vorhin im Chat sagen wollte? Danach hat er die nämlich alle rausgeschmissen. Den hätte ich gerne eine Sache ins Gesicht gesagt. Diese Debatten, was wir hier auf TikTok führen, wir Christen und Muslime. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir in solchen Ländern gelebt hätten, wir hätten solche Debatten überhaupt gar nicht führen dürfen. Also verstehst du, was ich meine? Die hätten uns schon lange therapiert. Die hätten uns schon lange therapiert. Also dass diese Freiheit, was die besitzen, Christen zu beleidigen und hier sich zu zeigen und gegen uns zu schießen. Geh mal in ein arabisches Land. Ich weiß. Okay. Geh mal in ein arabisches Land und nimm mal die Bibel in der Hand, in Saudi-Arabien vor allem. Nimm mal die Bibel in der Hand und lauf damit auf der Straße und evangelisier. Boah, wenn du wüsstest, was die mit dir machen. Also Flex, ich habe eine Nachbarin gehabt aus dem Irak, die ist geflüchtet mit zwei Kindern, Christin, und hat mir erzählt, dass die Christen sich verstecken durften. Die durften nicht sagen, dass die Christen sind. Die sind dann natürlich auch geflüchtet aus dem Irak und die hat mir erzählt, was man mit Christen im Irak macht. Das will ich hier jetzt gar nicht sagen, weil was man natürlich nicht sagen darf, das kann man sich denken. Deswegen sage ich, die Freiheit, was die haben, auf TikTok und andere Plattformen, so über Christen zu reden in einem christlichen Land, das dürften wir nicht. Das Schlimmste an der ganzen Sache ist, auch noch einen auf Boss zu machen hier. Hey, rede nicht über unsere. Hey, was? Rede nicht über was? Kerle, du lebst in Deutschland, mein Freund. Du musst mit Kritik umgehen können. Ja. Wenn jemand über das Christentum spricht und sagt, hey, das Christentum ist das und das. Hey, mach das, ist doch dein Problem. Aber ich stehe auf und tu was? Ich kläre darüber auf. Wenn ich merke, du erzählst Lügen über den Christentum, dann kläre ich auf. Gott segne dich. Anstatt aufzustehen und irgendwelche Leute zu drohen, sorry. Ja, die kommen nicht weiter mit ihren Argumenten, die kommen nicht weiter und dann fangen sie an zu drohen. Und das ist das Einzige, was sie können, ist einfach nur das. Shalom, Shalom, Bruder, küss das dein Herz, Habibi. Ich bin auch wieder weg. Kein Problem, Bruder. Wir schlafen alle. Flex, vielleicht kannst du einen Gefallen tun. Zu dem Thema Drohen spricht die Bibel von. Und zwar im 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 13 bis 14. Und da wird es klar und deutlich.
Kannst du uns das vorlesen, Bruder? Boah, weil hier schlafen alle. Hat jemand die Bibel offen? Ich habe gerade die Bibel offen. Was wolltest du? 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 13 und 14. 3. Und wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr nachahmer des Gottes seid? Doch wenn ihr auch leiden sollt, um der Gerechtigkeit willen glückselig seid ihr. Ihr drohen aber fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen. Amen. Richtig. Halleluja. Amen. Was hat Jesus Christus gesagt? Lasst euch nicht beunruhigen. Fertig, Punkt out, Leute. Also, wer glaubt denn an die Worte des Herrn Jesus Christus? Bitte alle mal in den Chat ein Herzchen. Wer glaubt denn an die Worte des Herrn Jesus Christus? Also ich habe gar keine Angst. Null. Also wir lasst euch nicht beunruhigen. Leute, wer will uns schaden? Wer will uns schaden? Wer will uns von der Liebe Gottes trennen? Römer Kapitel 8. Und schau mal. Allah mit zwei rechten Händen und einem Fuß? Gar keine Chance. Das war's. Jesus Christus hat auf seinen Kopf zertreten, den Teufel, die Schlange. Ja. Ganz einfach, Leute. Wir dienen den wahrhaftigen Gott. Also ich glaube nicht, dass wir vor irgendetwas Angst haben müssen. Wir müssen diesen Hass nicht in uns tragen. Denn wir dienen dem wahrhaftigen Gott. Die andere Seite, die tragen den Hass. Wir nicht. Wir müssen den Hass in uns nicht tragen, weil wir dienen dem wahrhaftigen Gott. Ganz einfach. Das ist ein Riesenunterschied, Leute. Ja? Dienst du dem wahren Gott, hast du die innere Ruhe. Dienst du den Satan, dann bist du voller Wut. Ja, wo bist du, wo wohnst du? Genau. Einen ganz anderen Geist haben die. Die haben einen ganz anderen Geist. Die haben einen anderen Geist. Wir nicht. Wir müssen nicht jemanden anschreiben und sagen, hey, wo wohnst du? Hey, zeig mal, wo du wohnst. Gib mir deine Adresse. Ja, Sibbe. Ja, Kaffee. Hey, Ulum, sag mal, wo du wohnst, Allah. Ich besuch dich, Allah. Wer bist du, Allah? Hey, warum redest du über mich, Allah? Allah. Ja, richtige Heuchler, ey. Das Schlimmste überhaupt, ey. Ich sag, Wallah, Habibi, wo wohnst du, Wallah, Habibi? Was, Wallah, Habibi? Hau ab, Mann, laber mich nicht voll. Was, Wallah, Habibi? Katastrophe, Mann. Wo wohnst du, Habibi? Ich mach dich kaputt, Habibi. Habibi, warum redest du so? Ja, ja, Maniak, ja, ja, Sebe. Was ist denn das, Alter? Richtige Ratten, jetzt mal ohne Spaß. Ja, wir müssen die Tore, Herr Sebe. Ey, so, wirklich, Leute. Ja, Eri, ja, Eri, ja, Sebe. Ich bin Boss, ja, ja, Sebe. Ja, Sebe, ja, Salami. Was ist das, Mann? Ja, Wusser. Ja, Wusser. Ja, Sebe. Was ist das, Leute? Leute, was ist das? Ja, wir müssen dich drohen, ja, Sebe, wo wohnst du? Yalla, ich komm bei dir vorbei, ja, Sebe, ja, Salame. Was ist das, Mann? Und die nennen sich, ich fürchte Gott und so. Ja, Mann, ihr seid richtig gottesgläubig. Was für Gangster, Mann. Richtige Gangster. Arme Gangster, ja, Wusser. Ja, Sebe, ja, Salame. Leute, nehmt sowas nicht ernst. Und lasst euch von diesen Schwachköpfen nicht einschüchtern. Ich meine das ernst. Alleine auf der Straße sind das die Pfeifen, das sind die größten Pfeifen überhaupt, Leute. Ich meine das ernst, Leute. Lasst euch kein einziges, lasst euch nicht einschüchtern. Ich meine das ernst, Leute. Das sind richtige Pfeifen, sind das. Ich spreche aus Erfahrung. Ihr habt den Herrn Jesus Christus an eurer Seite. Ihr müsst vor niemandem euch fürchten. Ich meine das ernst, Leute. So, der wahre Glaube, Bruder, du kannst auch gerne fortführen. Ich hole noch mal ein bisschen was zu trinken, Bruder. Ne? Ja, ja, kein Problem. Also wichtig ist es, dass man sie nicht genau das gleiche Art und Weise mit denen redet. Deine Bibel steht geschrieben, wann die ihr sollt nicht schmähen, genau wie die euch schmähen. Oder vergeht das Böse nicht mit dem Bösen, vergeht das Böse mit Guten. Aber wenn die Bibel angreifen, dann werden wir genau deren Quellen angreifen. Wir haben mehr Recht als die, weil die haben die Lüge, wir haben die Wahrheit.
Wir haben ja, das Schwert, das Wort Gottes ist unser Schwert. Ganz kurz. Ihr wisst schon, Seelenreißer, Nina, Santo, Jesaja, ihr könnt alle miteinander gerne kommunizieren. Ich mache jetzt eine kleine Pause, ihr könnt reden. Ich hole mir ein bisschen was zu trinken, Leute. Also ihr könnt alle reden, ne? Wie gesagt, ja, ich bin ja gleich wieder da. Alles klar, Flex. Und deswegen, wenn die euch schreiben, ich lebe schon seit langem mit dieser ganzen Drohungen, ist gar kein Problem. Wenn der Herr Jesus Christus mit uns steht, geschrieben in der Bibel, wer kann gegen uns sein? Auch wenn wir sterben, wie Paulus sagt, wenn ich sterbe, sterbe für den Herrn, wenn ich lebe, lebe für den Herrn Jesus Christus. Sagt Paulus wiederum, nun lebe ich nicht mehr, ich, sondern Christus in mir. Wir sollen vergessen, diese ganze Drogen, das Fleisch ist unnütze. Das Fleisch wird sowieso sterben. Wir sollen die Wahrheit sagen, auch gelegen und ungelegen steht geschrieben. Es geht um die Wahrheit, um die Seelen der Menschen, dass die gerettet werden. Hier geht nicht um die Religionen, hier geht um die Wahrheit. Der Lüge, der Teufel und Jesus Christus, die Wahrheit. Der Herr Jesus Christus sagt klar und deutlich, dass wir hingehen, das in der ganzen Welt und das Evangelium verkündigen. Und wer glaubt auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes getauft wird? Hier geht es um die Rettung der Menschen, dass die Menschen nicht ewige Verdammnis kommen. Egal wer sich uns entgegenstellt, ob du Muslim, egal wer das ist, wir werden die Wahrheit sagen. Alle die Menschen, die sobald Jesus Christus nachgefolgt sind, die wirklich wahrhaftig Nachfolger Jesus Christus sind, die wurden getötet, die wurden verfolgt, die wurden gehasst, die wurden ausgeschlossen von Gemeinschaften. So sind wir heute dran, dass wir die Wahrheit sagen, ob gelegen oder ungelegen, ob den Menschen passt oder nicht. Wir haben nicht gegen mit Menschen zu tun, mit Menschen zu kämpfen. Es steht in der Bibel, wir haben nicht gegen Menschen, Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Satan, seine Dämonen, Epheser Kapitel 6. Und deswegen, wir haben nicht mit dem Fleisch und Blut zu kämpfen, wir haben mit dem Teufel zu kämpfen. Und das ist das Wichtigste von allen, das Punkt, dass Jesus Christus sagt, fürchtet euch nicht von denen, die euer Leib töten, vielmehr fürchtet Gott, der ein Leib und die Seele in die Hölle schmeißt. Punkt hat Jesus Christus hier gemacht. Und wir hassen keinen Muslim, auf keinen Fall. Wir lieben die Muslime. Ich liebe die Muslime. Ich bin selber, ich komme aus Arabien und ich bin Kurde und Jesus Christus hat mein Leben gerettet und ich möchte die Botschaft, die Jesus Christus mir gegeben hat, jeden Menschen weiterzugeben. Und wir haben das Wort Gottes. Wir brauchen nicht mehr und nicht weniger. Das Wort Gottes ist das Zeugnis. Das Wort Gottes ist das Schwert. Das Wort Gottes ist das Licht, was in die Welt durch den Heiligen Geist inspiriert worden ist, damit jeder, der Jesus Christus sein Name hört und annimmt und gerettet wird, liebe Bruder, Schwester. Hier geht nicht um die Hetze, dass wir Christen gegen die Muslime sind, auf keinen Fall. Wenn die das so sehen, aber wir nicht. Amen, wir Bruder. Nicht. Amen. Und das ist der Punkt, dass wir nicht, ich mache mich ungern lustig über Allah, aber ich kann nicht anders, weil dieser Allah ist für mich nicht Gott. Er ist wirklich nur einfach ein halber Götze sogar, nicht mal ein vollkommener Götze, der wirklich einfach Philosophien der Menschen entstanden ist, von vielen Philosophien, von vielen Götzen, die damaligen Menschen, die das einfach sich vorgestellt haben und an jedem Muhammad sagte, Allahu Akbar, wer ist Allah? Allah ist nicht mal ein Name Gottes, ist nur ein Titel. Der wahre Glaube. Ja. Dazu sage ich natürlich Amen, Bruder. Das Ding bei mir ist aber, der Typ hat bei mir in einem Video kommentiert, wo es um verfolgte Christen ging. Ich habe nicht mal gegen den Islam geschossen. Also die wollen uns in allen Bereichen mundtot machen. Deswegen, liebe Brüder und Schwestern, lasst euch nicht unterkriegen. Wir machen unseren Mund auf. Wir haben vor niemandem Angst. Lasst euch nicht unterkriegen. Ja, aber ich sehe das oft in TikTok. Die drohen uns immer, die Stars, und die sagen, ja, wo ist deine Nächstliebe? Okay, Nächstliebe hin oder her. Du kriegst natürlich Nächstliebe. Aber die können nicht erwarten, dass die uns hier angreifen und wir nichts machen. Das können sie sich abschminken. Guck mal, weißt du, was halt richtig krass ist? Sie war ja vorhin da und dann hat sie gesagt, weil sie ja mich angegriffen hat, hat sie dann gesagt, hey, zeig deine Nächstenliebe, du laberst Scheiße. Aber dann noch gleichzeitig, zeig deine Nächstenliebe, so in dem Sinne, so dass wir Christen einfach still sind und einfach gar nichts sagen. Ja, aber dann hat sie gemerkt, dass ich das eben nicht getan habe, weil sie Scheiße labert, ja, und dass ich meine Stimme natürlich ein bisschen erhoben habe gegen sie. Ey, ganz ehrlich, wir sprechen die Wahrheit. Wir müssen die Wahrheit sprechen. Aber mir ist aufgefallen, die Leute wollen das gar nicht hören. Die wollen das nicht hören. Na, also, ich find's traurig. Flex, lieber Bruder, kannst du Gudi reinholen? Der steht Gudi, einfach Gudi. Kennst du ihn? Gudi, soll ich ihn reinholen? Ja, der ist ein Bruder. Also,
ein Kurde, ein Bruder von mir. Ja gut, aber der muss doch eine Anfrage schicken. Ich sehe hier keine Anfrage. Judy, schick mal Anfrage. Also wenn er hochkommen möchte, muss er schon eine Anfrage schicken. Flex, du hast auch gemerkt, ne? Die kommen immer mit Nächstenliebe, dies, das. Wo ist deine Nächstenliebe? Immer dieses Jahr Nächstenliebe, Nächstenliebe. Ja. Da ist der. Also die wollen, dass wir einfach immer Ja und Amen sagen und einfach unseren Mund halten. Bei mir gibt es kein Ja und Amen. Flex, schick mal, da ist Gudi, da steht Gudi. Schick mal ihn das einfach. Der meinte, Flex, lass mich nicht rein. Ich so, doch. Vielleicht hat er es nicht erkannt. Warum soll ich ihn reinlassen? Das ja, soll vielleicht hast du nicht erkannt, deswegen, ja. Okay, ja gut. Flex, lass mich nicht rein. Hä, aber warum? Judika, oder? Was ja, da ist okay, der. Verstehe ich nicht. Aber der wahre Weg, Bruder, du kannst weiterhin über den Herrn Jesus Christus sprechen. Das ist schön, dir auch mal Shalom. Zuzuhören. Den kannst du deine Pause Shalom, machen. Mein lieber Judy. Judy ist ein Kurde. Er ist auch ein Fighter gegen Muslim. Und ich liebe ihn sehr. Und Shalom, mein lieber Habibi Judy. Shalom, ich liebe dich auch, Bruder. Ich liebe euch alle. Shalom, Shalom. Nicht. Der Herr segne dich, mein Lieber. Wo bist du denn? Schon lange nicht von dir gehört. Ich habe Pause gemacht. Ach, Pause, okay. Das hört sich gut an. Ich auch. Ja, bra, schau mal. Ich bin letzte 2, 3 Wochen, ja. Ja. Immer wenn ich live gegangen bin, ich habe mit anderen christlichen Brüdern und Schwestern vielleicht auch so, weißt, so ein bisschen von der Bibel gelesen und so, ne? Nichts gegen Islam. Ja. Letztens war in einem Stream, ich weiß nicht mehr bei wem, das war Flex aber auch dabei, ja. Wir haben manche Sachen ein bisschen mit Humor genommen. Wir haben gefragt, wer in Sure 1 da spricht und sich bei Allah selber bedankt, weißt du? Wie Allah sich selber bei sich selber bedankt, so, ne? Also Allah spricht zu sich selber. Genau. Und da hat es angefangen, ja, dass mir gewisse Leute wieder Drohungen geschrieben haben, Beleidigung privat, weißt du? Ah, okay. Ja, und einer von denen, ich habe ihn eigentlich verziehen gehabt, ja, ich habe eine offene Rechnung mit ihm, weil er jemanden was angetan hat, weißt du, was nicht fair war. Dann kommen die einfach mit Bedrohungen, ne? Ja, er betet, dass Allah mir meine Kinder wegnimmt, ja, dass ich keine Sorgerecht mehr für die habe. Ja, er ist der Meinung, ich bin ein schlechter Vater für meine Kinder. Wenn er nur wüsste, wie viel ich jeden Tag am Arbeiten bin, damit es meinen Kindern gut geht, und Gott sei Dank, es geht ihm gut, ja. Ja, aber du weißt, wie die Islam ist, Judy, du weißt doch besser als ich. Ne? Du weißt ganz genau, dass die mit allen Mitteln dich bekämpfen werden. Verstehst du, was ich meine? Die kommen mit Kinder, Frau oder Familie oder egal was es ist. Die werden mit allen Mitteln, was die haben, dich angreifen. Weil die haben so einen falschen Stolz, dass die denken, die müssen ihren Allah als Bodyguard spielen und diesen Allah retten von unserer Hand. Aber können die nicht. Aber daran merken wir, dass Allah sich selber nicht retten kann, wenn die ihn retten müssen. Genau. Bitte, Judy. Ja. Aber ich habe ihm auch gesagt, ich meinte, ey, schau mal, ich komme nur mit gewissen manche Koranverse, ja. Und das tut ihm sehr weh, weil ich Arabisch kann und ich kann auch die Quellen anders auch bringen, weißt du? Ja, da bist du sehr stark, das weiß ich. Ja, danke schön, Bruder. Und ich habe ihm gesagt, nach dieser Aussage, nachdem du das mir geschrieben hast, ja, ich verspreche dir, auch wenn das mich mein Leben kostet, ja, und ich alles verliere, was ich habe, ich werde ab jetzt nicht mal meinen Mund zumachen. Deswegen... Ihr habt vorhin über Allah sein Schienbein geredet. Ich zeige euch jetzt mit einem authentischen Hadith von Sahih Muslim, ja, wo dieser Bein am Ende des Tages landet. Der wahre Glaube, du musst mir den Gefallen tun, einer von euch muss es zeigen, okay? Ja, der Bruder, also dann musst du mir sagen, welche Quelle das ist, Sahih Muslim, warte. Allah sein Bein ist mit einem Fuß in der Hölle, ich kenne diesen Vers schon. 28, 28, 48. Ist das Sahih al-Bukhari? Nein, Muslim, Bruder, Muslim. Sahih Muslim. 2848. Ja, warte, 2848. Da ist Allah sein Fuß mit einem Fuß in der Hölle, ich kenne das schon. 2848. Genau. Ja, Sahih Muslim 2848. Allah ist mit einem Fuß in der Hölle.
Und was Aber macht denn? das sind zwei Worte, vielleicht. Nina, erstmal alle mal gute Nacht an die Nina. Nina, gute Nacht und vielen, vielen Dank, ne, dass du auch da warst, Schwester. Und schlaf sehr, sehr gut, Nina. Und bevor du schlafen gehst, beten, ne? Ja, das stimmt, das steht ja geschrieben. Machen wir Großflex kurz, damit auch Judy das Also liest. Leute, wir lesen jetzt alle mal, wo Schienbein. Allahs Fluch. Ja. Aber die werden mich sperren irgendwann mal. Aber mach dir keine Sorgen. Alles deine Schuld. Alles deine Schuld. So. Sahih al-Muslim 2848-10. Abdul Wahhab gab Atta berichteten ihm zusammen mit den Worten Allahs, das Erhabene und das Glorreiche am Tag der Auferstehung wurden wir zur Hölle sagen. Bist du völlig erfüllt? Und es würde sagen, gibt es noch etwas, das heißt, gibt es mehr? Und erklärte auf die Autorität von Anas ibn al-Malik, dass Allahs Apostel, der sagte, der Mohammed, der Sünder, wurden hineingeworfen, also in die Hölle, die Menschen, die keine Muslime sind. Und er würde weiterhin sagen, gibt es noch etwas, bis Allah, der Erhabene und der Glorreiche, seinen Fuß darin behalten würde, in der Hölle. Allah hat sein Schienbein in der Hölle und die Teile davon würden bleiben. Aha. Und ein Teil davon wird bleiben, nährt euch den anderen. Und er würde sagen, genug, genug, genug bei deiner Ehre und bei deiner Würde. Und es würde genug Platz im Paradies geben. Bei Allah, eine neue Schöpfung hat Bei Gott. Allah. Also Allah ist ein Schienbein in der Hölle. Und er bleibt ja dort auch in der Hölle. Das heißt, Allah kommt aus der Hölle nicht mehr raus. Der macht einfach kaputt. Ich kann nicht mehr. Oh Mann, oh Mann. Leute, das ist schon hart, ne? Das ist, wow, es ist zu viel. Leute, deswegen, ich sag's euch nochmal, Leute. Ich glaube, die letzten paar Monate, ich muss euch, glaube ich, nicht mehr viel erzählen darüber, ja. Und ich denke, ihr habt es alle erkannt, ja. Ihr habt es alle erkannt. Ihr wisst jetzt, mit was ihr zu tun habt, ja. Und ihr wisst ganz genau, die Sachen sind klar und deutlich jetzt für euch, ja. Die Quellen sind klar und deutlich für euch. Und ich denke nicht, dass jemand um die Ecke kommt und euch manipulieren möchte, dass ihr darauf eingeht. Jetzt wisst ihr, wie der Hase spielt. Ja? Deswegen klären wir auf. Ja? Also der ganze Islam geht um Wirklichkeit nur um eine Person. Mohammed wurde nur einfach gesendet und einen einfachen so ein, sag ich mal, einen Titel gegeben. Mohammed, sein Name war Mustafa. Er war nicht Mohammed. Mohammed ist ein aramäisches Name, heißt der Gepriesene, und das haben die auch geklaut. Sein Name war nicht Mohammed. Aber der wahre, der wirklich, der um Person, der ganze Schriften geht. Es geht um alles um Isa ibn Maryam. Das heißt, er ist der gleich mit Allah. Er kann Menschen vergeben, er kann Menschen, auch er wird als Richter spielen. Am jüngsten Tag vom Gericht, laut der Sahih al-Bukhari, dass Isa ibn Maryam, der, sagen wir, was sie sagen, Jesus, natürlich nicht der Herr Jesus Christus, aber laut dieses Koran und der Hadith und Tafsiren, dass der Herr Jesus Christus selbst sogar der Allmächtige Allah ist. Surat Taube 31 steht, dass ihr habt den euren Mönchen und Gelehrten zum Allah genommen, also zum Herrn, außer Allah und Isa. Das heißt, die haben ihre Gelehrten und Menschen zu Gott genommen, sagt das Juden und Christen, aber außer Allah und Jesus habt ihr nicht zu Gott genommen. Das heißt, macht diese Sure, Allah und Jesus ein Gott. Wiederum Jesus Christus, Sahih Bukhari sagt, er wird richten, nicht Allah. Jesus wird richten, Al-Hakam. Und 99 Namen hat Allah und einer von denen ist Al-Hakam. Das heißt, Jesus ist der Hakam. Und ich kann lesen, zum Beispiel, Allah sagt, der König der Könige. Wer meint Allah, der König der Könige? Wenn wir Tafsir lesen und Hadith lesen, was sagt er? Wa inna Isa ibn Maryam al-Malak. Jesus Christus, er ist der König. Welcher König? Der König über alle Könige. Wir lesen die Bibel. Was steht geschrieben? Der König über alle Könige, der Herr über alle Herren, Jesus Christus. Ja. Und da lesen wir, dass Wirklichkeit dieser Person laut diese ganzen Schriften, das Surat Tahrim lesen wir zum Beispiel, und arsalna ruhana ila Maryam mit Imran. Wir lesen, dass Allah seinen Geist gesendet hatte, und was hat er in Maryam seinen Dings gemacht? Er hat reingepustet seinen Geist. Und wir lesen, welcher Geist? Wir lesen Surat An-Nisa 4 zum Beispiel, 171, dass dieser Geist Jesus Christus ist.
Inna Ruh Allah Kalimatullah. Er ist der Geist Allah und sein Wort. Es gibt so viele Quellen, der Herr Jesus Christus, auch sogar im Koran und die ganze islamische Dings, dass er allmächtiger ist als Allah. Viel mächtiger als Allah ist. Da war, glaube ja, aber die heucheln rum. Das darfst du auch nicht vergessen. Die heucheln rum. Die, guck mal, in deren Gebeten erwähnen sie Mohammed, aber die erwähnen nicht Isa. Eigentlich müssten sie Isa erwähnen und Mohammed wegfallen lassen. Ja, bitte, Judy. Weißt du, was die auch krass ausnutzen? Wir wissen, dass viele hier, gerade die Christen aus Deutschland, die nichts mit arabischer Sprache so zu tun haben, ja, richtig, die gut. Können sich schon eigenermaßen auch schon wehren, weißt du? Ja. Aber so zum Beispiel, wenn die kommen, ja, ihr glaubt dann Einhörner oder sowas, sagen die doch zu euch, oder? Genau. Die ja, kommen mit die sowas Einhörner, mal, die kommen ja. Mit Drache, also so lauter so Le- dummes Zeug, Letzter, und die widerlegen Letzter, sich eigentlich. Sollen die zum Beispiel, wenn die Sache ist so, weißt du, ist, sollen die mal mit sowas zu mir kommen, ich zeig denen auch was aus deren Quellen, weißt du? Dass auch selbst wenn ein gerade ein Ungläubiger stirbt, ja, es gibt auch Strafe im Grab. Weißt du, was da auf dich zukommt? Ja. 99 Schlangen. Jede Schlange hat 9 Köpfe. Allah. Azab al-Qabr. Ja, kennt ihr das nicht? Ja, kenn ich. Azab al-Qabr. 99 ja. Schlangen, guck mal, 99, sagt euch was? Ja, ich kenne das, Bruder. 99 Namen. Ja, Allah, Subhanallah al-Azim. Das geht ja auf. Aha, das heißt, Allah ist der 99 Schlangenköpfe. Ja, und jede Schlange hat 9 also... Köpfe. Darauf kam ich nicht, aber hast du gut gesagt, Bruder. Nee, Julia. Das hast du ja. Gut gesagt. Flex, du warum, kannst immer Judy warum die nicht? Weißt Judy du, warum ist die... stark sehr warum? Arabisch, auch sehr stark, ne? Er kann sehr gut, Flex. Er kennt mich doch, Flex, er kennt mich doch. Ich weiß. Ja, ja. Ich weiß und noch, ich kenne eigentlich Flexa am längsten von euch allen hier. Ja. Ja, ich glaube, Judy kennt mich schon seit den Anfangszeiten hier genau. In TikTok. Ich kenne dich da, wo du deine 15, 19 Zuschauer hattest, oder? Du bist bei uns immer rübergekommen, hast dich ein bisschen bekannt gemacht und so. Damals sagt er, liebe, liebe Bruder, liebe. Ey, aber damals, ich bin ganz ehrlich, damals, ich kann euch mal die Geschichte erzählen, Leute, ja. Damals habe ich immer in den Channels gechillt, bei unseren lieben Geschwistern und Brüdern. Johnny, ich küsse doch dein Herz. Johnny kennt mich auch von damals. Ich war am Anfang so entspannt. Leute, ich habe einfach gedacht so, okay, Muslime, ja, kommt runter, es ist alles okay. Seid nett, bleibt entspannt, es ist doch alles cool und so. Bis ich gemerkt habe, dass diese Menschen... Dieser 99 Köpfe von Allah geht gar nicht. Ja. Bis ich gemerkt habe, ey... Leck mir am Arsch, ey, die... Ja, das sagt man nicht, Mann. Der singt nicht. Jetzt mal aber ohne Spaß. Ich war am Anfang immer so entspannt. Wenn ein Christ etwas gesagt hat, habe ich gesagt, ey, nein, hör auf, nein, komm runter, red doch nicht so mit dem. Bis ich irgendwann mal gerafft habe, aha, so sind die. Ich habe ihm privat zu den allen Brüdern gesagt auch, Flexa wird schon was reißen, weil seine Art und Weise, ja, auch wenn er nicht so viel Wissen hat da am Anfang, ne? Auch wenn er nicht so viel Wissen hat, ja, glaubt mir, er wird schon was reißen. Seine Art und Weise, wie er so das rüberbringt, ist schon cool und lustig auf jeden Fall. Ja, was ich auch bei dir gut finde, du nimmst auch viel mit Humor, weißt du? Aber Flexa, schau mal, die Muslime selbst zwingen auch einen, ja, dass man auch live geht und auch gegen den was sagt. Was heißt gegen den? Ja, zum Beispiel, wir haben jetzt ein Hadith auch gemacht, das steht in der Quelle, haben wir was Falsches gesagt? Wir haben es nur vorgelesen, gezeigt, für die. Ja, für die ist es ja gleich Hetze, für den ist ja alles Hetze. Schau, ich habe mal auch beleidigt, weil ich wirklich extrem viel beleidigt worden bin, ja, irgendwann mal, ich hatte mich selber nicht mehr unter Kontrolle, ich habe selber zurückbeleidigt, aber ich war fair wie ein Mann, ich habe mich aber entschuldigt. Aber solltest du nicht, beleidige nicht. Ja, aber das war letztes Jahr noch so, weißt du? Ich hab mich auch persönlich selber sogar entschuldigt bei denen, ja? Okay? Aber sag mal so, was habe ich falsch gemacht, dass jemand mir privat schreibt und Jesus beleidigt?
Du weißt, wie die sind schwach. Deren Knochen sind, ist so schwach, Bruder, das ist normal, dass die das machen. Ihr habt vorhin über Num geredet, da war ich, glaube. Ja, du Weißt weißt du, doch, diese Surat Nun ist al-Qalam. doch ein, du weißt doch, diese Nun ist doch ein Wal, ne? Ja. Ja. Weißt du, im Islam gibt es ja sieben Himmel, richtig? Genau. Allah schwört sogar auf diesen Wal. Ja, aber guck mal, die haben doch sieben Stufen im Himmel, ne? Ja. Unter die Erde haben die auch sieben Stufen. Ja. Dieser Wal, laut Al-Barawi, glaube ich, ist das gewesen. Ja, der ist 6000 Jahre in unterste Stufe der Erde geschwommen. 6000 Jahre und dieser Prophet war in seinem Bauch. Ach du Scheiße. Boah. Sanne, Ich war ja, Barry habe ich noch nicht gelesen. Ich zeig dir immer die Quelle. Oh Gott, Gottes Segen an alle. Gottes Segen, Mohammed, wie Gottes geht's dir? Segen. Ganz gut, und selbst? Auch gut. Du bist jetzt Christ geworden. Ja, schon lange. Ja, du hast gesagt, du hast es noch nicht angenommen, hast du Ach selber so, gesagt. ja. Ja, das schon seit über 3 Wochen. Halleluja. Halleluja. Leute, ich erzähle euch mal eine Geschichte über Mohammed. Den Kerl kenne ich schon seit locker 5, 6 Monaten. Und der Kerl Mohammed, wir hatten damals immer oft Debatten hier gehabt. Und dann hatte ich mal einen Hadith rausgebracht, wo da drinne steht, dass Allah in einem Bett schläft oder Allah ein Bett hat. Sorry, Wo Allah ich hat ein Bett. dir geschickt habe, dieses, das war mein Genau, Hadith. genau. Halleluja. Dass Allah ein Bett hat und einen Thron hat. Mohammed kam rein und hat gesagt, nein, das steht nicht da drin. In Arabischen wird das anders erklärt. Und dann habe ich zu Mohammed gesagt, was heißt Bett auf Arabisch? Chankala, der war weg. Der wusste nicht, was es Das ist doch egal, Bett Schalas. auf Arabisch heißt. Ja, Der ist Schalas. gleich abgehauen und hat gleich den Channel verlassen. Da habe ich gesagt, aber Leute, eine Sache will ich sagen. Mohammed hat den Islam auf Krampf verteidigt und heute ist er Moslem, Leute. Halleluja. Moslem, der ist Christ. Er ist Christ, sorry. Er ist Alle Christ. Ehre dem Herrn Jesus Christus. Alle Ehre dem Herrn Der Jesus Herr segne Christus. dich, mein Er lieber ist Mohammed heute Habibi. Christ. Mohammed. Schuh, gut, die was genau. Habibi. Wie geht's dir? Gut Ich und sage, ich dir? weiß auch über Mohammed, ja. Egal in welchem Stream Mohammed war, sobald er gesehen hat, ich bin drinne, ich konnte nicht einmal von ihm los, ohne dass er mich beleidigt. Er hat mich jedes Mal beleidigt. Von unten bis oben hat Mohammed Aber mich immer beleidigt. Judy, ist dir aufgefallen, seitdem er den Herrn Jesus Christus angenommen hat, ist euch mal aufgefallen, wie entspannt der Kerl ist? Der ist nicht aggressiv. Nein, nein, nicht mehr. Aber Gibt's Mohammed, nicht. Richtig. hast du alles hinterfragt? Hast du wirklich richtig geguckt, Habibi? Ja, normal habe ich geguckt. Ich habe selber nachgeforscht. Sehr gut, sehr gut. Und Ich das lasse mich. alles, genau, alles, was wir hier, das seit Jahren das hier machen, das machen wir nicht einfach so. Es ist wirklich nur, dass jeder Muslim gerettet wird. Ne, es stimmt, also Stolz ist da. Aber letztendlich jeder, der wirklich wahrhaftig ist und ehrlich zu sich selber ist, er soll diese Quellen gucken, ob wir lügen oder die Wahrheit sagen. Und du wirst sehen, kein Punkt, da wir Fehler machen. Nicht mal eine Richtig. einzige Sache, die wir einfach aus unseren Gedanken geben. Niemals. Weißt du, das sind ja kleine Sachen, was wir hier besprechen, ne? Und wenn wirklich ein Moslem, der hier auch, wir haben fast 300 Leute hier. Und ich fordere jeden Moslem heraus jetzt, dass er kommt und ich zeige, dass die Gelehrten sagen, der Koran ist ein Fehler und ist nicht von Allah. Nicht nur ein Koran, es gibt ja 37 verschiedene, Nein, bis aber zwei. was wir jetzt haben in Al-Hafiz, ich sage nicht Al-Washim, er soll kommen und mir sagen, dass dieses Wort hier ist wirklich von Allah. Hey, wenn ich die erstmal auspacke, dann ist sowieso ein Knockout für die, weil die haben keine Argumente aus. Ja, das sind verschiedene Dialekte, Digga. Es gibt im Altarabischen keine Dialekte, bitte. Richtig. Die haben gar keine Ahnung. Sind aber die keine Ahnung haben. Ja, Mohammed ist richtig. konvertiert. Ja, Le Madeleine, Leute, Mohammed ist konvertiert. Ja, tatsächlich, er ist konvertiert.
Ja. Ich weiß noch da, ich bin bei dem Bruder Jesus Gott, der ist hier auch drin, ne? Bin ich hochgegangen, ich habe gesagt, du wirst mich niemals überzeugen, niemals. Dann habe ich selber nachgeforscht und fertig. Ich sag euch, lasst Ja, euch nicht vom aber TikTok haben. ich hab dir auch damals aber sehr viele Argumente gegeben. Ich habe gesagt, prüf das mal, aber du hast es mir nie geglaubt. Ja, ich habe. Das ist, wenn du zu hart in einem Glauben drinne bist. Mohammed, kannst du mal erzählen, wie du zum Herrn gekommen bist? Boah, durch einen Bruder, der hier auch drin ist, der hat mir auch von Christian Prince Sachen gezeigt. Dann habe ich selber, irgendwann habe ich nachgedacht, und dann habe ich selber nachgeforscht, dann habe ich erstmal herausgefunden, oh, es gibt nicht nur einen Koran, es gibt 37 bis 45 verschiedene Korane. Manche sagen sogar 47 verschiedene. Und Es viele gibt sagen. also Christian Prince ist gut, aber wenn du lernen willst, wie man wirklich vorgeht gegen Heuchler, ja, gegen Muslime, die lügen und Wörter verdrehen, dann empfehle ich dir Sam Shamoon. Sam Shamoon ist eine Maschine. Also wenn du die Das stimmt. Sachen von Sam Shamoon lernst, ich gebe dir 3 Monate und du bist gut. Ich kann Die keine. sind beide krass, Bruder. Die sind beide krass. Das sind Ja, beide. aber Sam geht ab. Sam geht wirklich ab. Ich meine, das Krasse ist ja, du musst ihn einfach nur erklären. Altarabisch hat keine Dialekte, ja. Das Zweite ist, nachdem das ist schon erstmal Knockout. Das Zweite ist, dann kommen Sie von wegen, ja, das kann auch ein Abschreibfehler sein. Nein, das darf nicht passieren, weil Ihr Glaube sagt, der Koran kann nicht verfälscht werden. Okay, warum ist dann jeder Koran unterschiedlich? Warum fehlt bei einem Koran ganze 100 Seiten von Surat al-Baqarah? Normalerweise hat das über 320 Seiten. Richtig. Das heißt, es sind zwischen 20 bis 50 in jedem Koran von Suren, wo ganze Verse fehlen. Wo sind die hin? Sure Nisa, Imran, die ganzen anderen Sachen sind alle weg. Steinigungsvers. Shalom wieder, Luca, Bruder. Ja, das stimmt. Flexa, hast du heute auch ein Video bekommen, wo du erwähnt worden bist? Ich glaube, zu Jeremia 48,6 wurde ich irgendwie irgendwo erwähnt. Nein, ich habe ein Video bekommen, da so bin ich erwähnt worden, du und ich weiß nicht noch wer. Da geht es um diesen einen, was ich weiß nicht, Pakistaner, Inder, der auf Englisch halt debattiert, dieser Moslem. Ich weiß nicht, wie der heißt. Da ging es um die arabische Sprache. Da hat einer zu ihm gesagt, hier sind Grammatikfehler im Koran, im Arabischen. Und er meinte, ja, egal, welche du holst, welche mit Grammatik, ich kann dir darauf antworten. Ja, denn die arabische Grammatik wurde durch Koran entstanden. Also haben die Leute früher kein Arabisch gesprochen. Flex? Ach du Scheiße. Flex, kannst du kurz Alim hochholen? Alim. Ja, das ist der Bruder Jesus Gott, der mir das gezeigt hat. Aha, okay. Dings, was ich noch sagen wollte, ja, wie Gudi gesagt hat, zum Beispiel im Altarabischen, ja, gibt es keine verschiedenen Dialekte, das ist Bullshit. Und außerdem, wenn du die arabische Sprache kennst, zum Beispiel das Wort Kha und Tha, bei Tha ist nur ein Punkt unten und bei Kha sind zwei Punkte unten. Das sind zwei verschiedene Buchstaben. Die hören sich zwar ähnlich an, sind aber zwei verschiedene Buchstaben. Und dann guck dir genau an, wenn du dann zum Beispiel zu dem Imran, ich glaube Vers 16 oder 26 war das, wo dann ein ganzes Wort fehlt und wo dann ein Punkt fehlt unter einem Buchstaben, dann ist das dieses Wort ist komplett anders als das andere Wort. Aber es ist der gleiche Vers in der gleichen Sure. Von wegen, der kann nicht verfälscht werden. Wahnsinn, Wahnsinn, okay. Ja, Gottes Segen zusammen. Gottes Segen, Gottes Ali. Segen, Der Segen. Gottes Segen. Ich merke, Leute, wenn ihr merkt, dass ich nicht mehr so viel rede, dann heißt es, das Land der Träume holt mich bald. Ey, was habt ihr das eben? Ja, gut, habt ihr gerade über geredet mit Alvaro, ne? Dass sie den versucht haben, irgendwie wieder zurückzuholen zum Islam.
Ja, aber er muss die Bibel lesen und jetzt zurück. Ja. Dass er kann nicht einfach live gehen und jene, da sind ja alle sowieso wie Flamme und Feuer gegeneinander. Und der macht einen Stream auf, den gehen dahin, er selber hat keine Ahnung. Das finde ich gar nicht gut, dass er das macht, ne, Alvaro. Er muss sich zurückziehen, die Bibel lesen und Gemeinschaft haben. Das Problem bei Alvaro ist einfach nur, wenn es nach mir geht, soll er diese Heuchler erst gar nicht annehmen. Ne? Der sollte eigentlich den Stream beenden und er sollte erstmal die Bibel lesen. Richtig. Ja, ich glaube, das ist viel besser. Aber wenn er jetzt Leute hochholt, die den dann manipulieren und so, ja. Das Ding ist ja, bei ihm ist das, er hat hochgeholt, ich weiß, ich will da keinen Vorwurf machen, aber ich habe ein bisschen gedacht, so, das ist so ein bisschen so, die Zuschauer seien hochgegangen, ne, der war auch am Lachen und so und gewisse Aussagen, die da getroffen sind von gewissen Personen, die auch bekannt sind auf TikTok, wo ich mir denke, gewisse Drohungen und sowas, die gemacht worden sind. Also so einen jemanden würde ich runterschmeißen, weil da geht es doch nicht um Wahrheit, da geht es nur um Drohungen. Genau. Dann hat er ihn auch noch gedroht. Drohungen sind sie sowieso Nummer eins, das ist nichts Neues. Ja, das ist ja typisch bei den Muslimen, ne? Die sind ja nicht umsonst so immer so auch, wie sagt man, aggressiv drauf und direkt ihre Adresse, dies, das. Ne? Das ist ja normal. Das Erste, was die machen, ja wussig, ich komme in deine Stadt, ja wussig. Ja, ja Menje, wo bist du? Ja, ich mach Köpfe mit dir. Ich hab ja auch Nachrichten bekommen, so du Jahil, du Käfer, du Munafik, du ja Arsch, so warte ab, was ich mache. Ich hab gesagt, kein Problem, ich geb dir meine Adresse, komm vorbei. Da wird keiner kommen, das sind einfach nur kleine Kinder. Ja, ich hab denen sogar Kaffee angeboten. Nein, nein, lass mal doch. Aber ich finde das schon armselig, wenn du über TikTok nur weil du deine Meinung teilst, nur weil jemand da nicht drauf klarkommt, das erste, was du ja wusser ja kafirun. Ja, also ey, ganz ehrlich, also das erinnert mich an die Geschichte von Mohammed und den Stein. Ja, der Stein rennt weg. Moses. Moses packt diesen Stein, ja Kafir. Ja, ja. Monafiku. Ja. Flexa, hast du deinen Rechner, deinen PC noch an? Nein, ich habe meinen PC gerade nicht an. Nein. Aber ich muss echt sagen, es gibt zum Teil wirklich Muslime, aber das merkst du auch, ob die ein offenes Ohr haben. Und das war bei Mohammed nicht anders. Man hat das gemerkt, ne, dass er das schon auch gern will. Ne? Das bei mir war das nicht immer so. Frag mal Flex, ich war richtig. Ja, ich weiß, du kennst ihn ja. Aber ich habe dir gesagt, ich lasse dich nicht in Ruhe. Ne, und bin auch so froh, dass du das auch jetzt gemacht hast, weil es war die beste Entscheidung deines Lebens. Ne? Auf jeden Fall, Mann. Der Herr Jesus Christus lebt wirklich. Er ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Aber daran merken wir, dass Mohammed auch das auch wirklich erkannt hat, die Wahrheit. Ganz einfach, eigentlich hätte Mohammed sogar den Koran richtig gelesen, hätte er die Fehler sogar erkannt. Weil ein Gott schickt erstens keine Dämonen. Und deswegen schon alleine, dass wir in Sure 19, Vers 83 lesen, dass Allah Dämonen schickt, das ist schon ein Beweis genug, dass das auf jeden Fall ein Fürst ist, der hinter Allah steckt. Also der Allah ist der Fürst. Wie kann er etwas prüfen, wenn er nicht lesen kann? Wenn die sagen, ja, aber guck mal, schau mal, wenn die sagen, ja, andere haben es auswendig gelernt, wenn selbst er das vergessen hat sogar, was ist denn mit den anderen? Richtig, richtig. Verstehst du, was ich meine? Es gibt ja zum Teil im Koran sehr viele Dinge, die komplett nicht übereinstimmen. Man muss ja mal so sehen, ne? Der Teufel ist ja nicht doof. Also er musste ja irgendwas machen. Ne? Er hätte ja alles leugnen können, ne? Aber er lügt bei dem Fundament der Bibel. So, weil er, weißt du, dass wir im Endeffekt die Vergebung haben. So, das lässt er raus. Richtig. So. Das ist ja das, was schon im Alten Testament vorhergesagt wird und im Neuen Testament dann erfüllt wird. Und dann heißt es, nein, das ist nur Neues Testament, deswegen musst du es verfälscht, dies, das. Obwohl es im Koran sogar heißt, ihr müsst an die Tora und an das Injil glauben. Das, guck mal, weißt du, wo noch der Knockout ist? Ja. Auch beim alten Injil und die Tora dürfen wir eine Sache nicht vergessen. Der Gott, der im Alten Testament spricht, ja, wenn Allah in der
in der damaligen Zeit schon war, dann müsste er der Gott in der Alten Testament sein. Das heißt also 1. Buch Mose bis 5. Buch Mose. Und wenn Allah diese Namen nicht trägt im Alten Testament, ja, dann ist das nicht Allah, dann ist das ein anderen Gott, was sie dienen. Es ist einfach ein Fakt. Ja, das ist zum Beispiel auch mit dem Vers in der Bibel, ne? Wenn wir euch etwas anderes verkündigen, wir oder ein Engel, ne? Und das ist nicht umsonst gesagt, weil der Luzifer, der kann sich als Engel des Lichts verkleiden, ist ja, der hat ja immer noch sein Dings. Dann hat er 1,8. Genau, dann ein Mohammed zu würgen dreimal und zu sagen, rezitiere das, so, er kann nicht lesen, so, und woher sollte der Engel, also ein Engel weiß das ganz sicher, ob das jemand kann oder nicht. Und wir wissen ja auch, dass die Engel, wenn sie von Gott kommen, dass sie im Guten kommen. Das war bei mir nicht anders, ne? Fürchte dich nicht. So, ne? Wieso kam er nicht zu Mohammed und hat gesagt, fürchte dich nicht? Ne? Aber nein. So, er kam, der ist gekommen, der hat den seinen Hals, ey, der hat den auseinandergenommen. Ja. liest mal Sahih al-Bukhari 3. Dieser Jibril, der ist gekommen, Leute, der hat den auseinandergenommen. Stellt euch mal vor, ihr seid, guck mal Leute, ich erzähle euch die Geschichte, komm, bei sowas bin ich ziemlich gut, weil ich habe das ja selber gelesen. Alle müssen auf stumm gehen, ich erzähle euch die Geschichte. So, jetzt stellt euch mal vor, ihr seid ganz entspannt, ja, so, ihr läuft, ja, ihr geht zu der Höhle, ganz entspannt, ja, ihr freut euch so, ihr sagt, Alhamdulillah, ich gehe jetzt in die Höhle beten, so abends, zack, zack. Bevor ich diese Geschichte erzähle, den Film von Mohammed, ja Leute, guckt euch mal den Film an. Das, was in dieser Höhle passiert ist, das haben die rausgeschnitten, das zeigen die nicht. Achtet mal darauf, über Jibril sprechen die gar nicht in der Höhle. Die sprechen auch gar nicht, die zeigen das nicht, was da in der Höhle passiert ist. Weil in der Überlieferungskette steht was ganz, 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 ganz Verstörendes. So, jetzt stellt euch mal vor, Leute. Leute, nicht vergessen mal da oben liken. Wenn ihr schon Geschichten hören wollt, dann liked mal. Ihr wisst schon, wenn wir wieder ein paar Mal die 1 Million Likes oben knacken, dann steigen wir auf zum Live-Pro, Leute. Vergisst es nicht, Leute. Ne? Alle mal tippen. Eskaliert mal ein bisschen, Leute. Ich küsse doch eure Herzen. Mehr will ich doch von euch gar nicht. Ne? Stellt euch mal vor, jetzt laufen wir alle, ja, ganz gemütlich, ja, sagen wir mal, ich flex, na okay, nicht ich flex, das hört sich ein bisschen, nein, nicht ich flex, Mohammed, so, der arme Mann, der geht ganz normal in dieser Höhle, so, der singt so seine Musik, geht in der Höhle, Alhamdulillah, geht in der Höhle rein, so, der will beten, auf einmal, pam, erscheint jemand, der packt ihn am Hals, der nimmt den so auseinander, dass der gezittert hat. Liest mal Sahih al-Bukhari 3, der zittert, der hat richtig Angst gehabt. Leute, stellt euch mal vor, ein Engel kommt, der ist von Gott, okay? Und er drückt einen Propheten. Das macht kein Engel. Ein Engel kommt in Frieden und sagt, hey, fürchte dich nicht. Oder er versteckt seine Herrlichkeit, damit du keine Angst kriegst. Aber dieser Engel ist gekommen, bam, hat den hier am Hals gepackt. Okay, hört zu, Leute. Ikra, dreimal. Und er packt ihn so dermaßen, bis er erschöpft wird. Bis zur Erschöpfung. Der rennt aus dieser Höhle weg. Hört gut zu, Leute. Dieser Engel ist gekommen, der hat sich nicht mal vorgestellt. Gebt euch das mal. Er kommt von Gott, aber der hat sich nicht vorgestellt, wer er ist. Ikra. Dreimal. Dreimal Ikra. Der rennt weg. Voller Angst. Das Problem, der konnte nicht lesen. Wusste dieser Engel, dass er nicht lesen kann. Genau. Letzter, darf ich kurz was sagen? Ganz kurz, Judy. Jetzt gehen wir mal in die Materie rein, Leute.
wusste Allah nicht, dass Mohammed nicht lesen kann? Wusste Allah nicht, dass Mohammed nicht lesen kann? Nein, Leute, ganz einfach, weil er diese Offenbarung nie von Gott bekommen hat. Fertig. Weil Gott nie mit ihm gesprochen hat. Wusste denn Gott nicht, dass er nicht lesen kann? Ganz einfach, Leute. Sie dienen nicht denselben Gott, den wir dienen. Fertig, Punkt aus. Lexa, ich gehe noch weiter in die Geschichte rein. Jetzt Judy. Ganz kurz, bei Packen. Du weißt doch, ich habe doch diesen Stream mit dir zusammen gehabt, wenn du dich noch erinnern kannst, mit Senat. Mit Senat, ja, kann sein, ja. Ja, ja. Ich habe gestern oder vorgestern bei dem Bruder, der vorhin hier oben war, küsst dein Herz oder irgendwie so, wie der heißt. Ja, genau. Da war Anwar und ein anderer Tunzi oder so, Tunis oder irgendwie so hieß er. Die haben das Arabisch auf Arabisch gelesen. Ja, ich habe erstmal zugeschaut, der Tunisi sagt. Viel schlimmer, gell? Nein, der Tunisi sagt so, ja, das Wort heißt, da steht, dass er ihn bedeckt, ja? Ja? Dann ich gehe hoch, Anwar kommt die ganze Zeit nicht hoch. Auf jeden Fall, wir haben auch Anwar hochgelassen. Ich habe ihm gesagt, ey, nimm das arabische Wort, kopier das und geh auf arabische Duden. Du wirst sehen, das heißt, er hat ihn umarmt, aber nicht diese Umarmung, die wir kennen, ja? Auch wenn er ihn umarmt hat, ja, dann sagt Anwar, ja, er hat ihn umarmt, weil er schockiert war. Weil er Angst bekommen hat vor den Engel. Hört man mich? Ja, man hört dich. Ja, jetzt stellt euch mal vor, ihr erschreckt jemanden unbewusst, ja, und ihr seht, wie dieser Mensch sich erschreckt hat. Geht ihr, umarmt ihn und packt ihn so, dass er sein Bewusstsein verliert? Und das dreimal? Nein. Würdest du jemanden noch so doll umarmen, so fest drücken, so dass er sein Bewusstsein verliert? Dreimal? Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass er ihn umarmt hat, ja? Das ist sogar vom Teufel, ganz klipp und klar. Und der ist sogar ängstlich zu seiner Frau gerannt. Genau. Hat sein Leben gefürchtet. Ich kann die Geschichte sogar noch erklären. So. Er geht zu seiner Frau, der hat richtig Angst, der zittert, okay? Und seine Frau sagt, nein, hey, wahrlich, du bist ein Prophet. So, Leute, findet den Fehler. Er war in der Höhle, dieser Engel hat ihn komplett auseinandergenommen erstmal. Dieser Engel hat sich nicht mal vorgestellt, wie er wirklich heißt. Ja, da halten wir fest. Frau sagt, du bist ein Prophet, ja? So, hört gut zu. Die Frau sagt, du bist ein Prophet. So, er wollte Suizid begehen. Ja, er wollte sich umbringen. Überlegt mal, wie schön Jibril gekommen ist. Mit ganz viel Liebe. Ja, der wollte sich selber umbringen. Ja, die Gelehrten und die Leute, die kennen die Geschichte. Ja, aber nur erzählen die das in der Moschee nicht, dass ja keiner auf falsche Gedanken kommt. Deswegen erzählen die diese Geschichte nicht. Die wollen auch diese Geschichte nicht erzählen, weil sie genau wissen, wenn die Leute das hören, wird jeder sagen, das kommt nicht von Gott. Ja, aber schau mal, die ganze Hadithen, weil wir lesen, Sunan ibn Majah und jenes, dass sie sagen, Mohammed war besessen. Er stand unter der Magie, Zauberei. Die Juden haben ihn verzaubert. So, Mohammed hat sie vorgestellt, einfach nur Gedanken gehabt, dass er mit seinen Frauen in einem Tag mit allen geschlafen hat. Und Aisha sagt, das ist eine Lüge. Das ist nie geschehen. Das heißt, dieses ganze Illusion und die ganze Vision von Mohammed waren nur Lügen. Er hatte nur eine Fantasie. Er war schizophren. Er dachte, diese Dinge sind wirklich geschehen. Und wirklich hat diese Dinge gar nicht geschehen. Da steht geschrieben, dass Sahih al-Bukhari, dass Jibril bei ihm Rukya gemacht hat. Dämon austreiben Mohammed. Das heißt, Mohammed war besessen. Die Gelehrten sagen, er war besessen. Er wollte dreimal sich umbringen. Und es steht geschrieben, Surat al-Najm, dass der Shaitan im Koran als weißen Engel zu Mohammed kam. 8 Jahre lang, Mohammed wusste nicht, wer Jibril ist, wer Shaitan ist. Und Allah hat nicht eingegriffen. 8 Jahre hat Mohammed den Teufel angebetet, steht im Koran, während er Muslim gewesen. Und alle Muslime haben mit ihm diese 3 Töchter Allah angebetet. Boom. Knockout. Was ist das? Das gibt es. Es gibt keinen Koran, die Wirklichkeit von Gott gekommen ist. Es ist nur Uthman ibn Affan.
Was sagt Ibn Bakr Abu Sadiq? Sagt er, wir töten die. Sagt er, warum? Sagt er, Uthman Affan sagt, er sagte zu ihm, du hast den Wort Allah geändert. Bam. Er hat 4 Korane verbrannt. Er hat alle Korane verbrannt und einen Koran für sich gemacht, nach seinem Willen. Warum? Weil wie der Sprache sich steht geschrieben. Und er hat einen Koran geschrieben und am Ende haben die ihn getötet. Die haben gesagt, weil du den Koran geändert hast. Und wir haben keinen Koran von Uthman bin Affan. Von mir haben wir Al-Hafiz. Und was sagt die? Al-Hafiz war ein Lügner. Das heißt, wir meinen Buffer einen Lügner. Alle Gelehrten sagen, der war ein Lügner. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Das ist so krass, ja. Scheiße. Heftig. Ai. Oh Mann. Der Flexer hat als Sahih al-Bukhari Kapitel 3 erwähnt. Wenn wir Sahih al-Bukhari Kapitel 3 lesen, was steht geschrieben? Waraqa bin Nawfal, den Muhammad zum Propheten gekrönt hat, der Cousin von Khadija, sagt er, sagt zu Muhammad, er sagte, steht geschrieben, genau ein Engel, der Mose erschien, ist ja auch erschienen. Aha. Dann sagt er, und da steht geschrieben, Waraqa bin Nawfal, fakana yaktubu kitaban arabiyyan yaktubu yamkhulu min injil tawrat. Er hat einen Buch geschrieben auf Arabisch. Er nahm von die Koran und die Injil, also die Tora und Injil. Das heißt, er schrieb ein Buch von wo? Von Injil und Taurat abgeschrieben. Aber welches Buch? Wo ist dieser Buch? Hm. Leute, ich habe sogar was entdeckt. Ganz kurz, Julie Sniper. Sorry. Ich habe sogar was entdeckt. Ich weiß aber nicht, ob ich das jetzt die Tage machen soll. Wusstet ihr, dass der Koran Wörter aus dem Talmud hat? Das wollte ich euch nur mal mitgeben. Ja, sehr viele. Der Koran hat Verse aus dem Talmud. Ich meine das ernst. Bruder, ich kann dir Tafsire zeigen, die auch aus der Bibel sind, Neue Testament. Ja, nicht nur, das steht ja aus Tora. Tafsire, Erklärungen. Ja, also ganz kurz, Flexer, zu Thema Waraqa bin Nawfal, ja? Du kennst doch den Hadith, ne? Da, wo er zu ihm sagt, Namus bedeutet eigentlich so geheime Zungensprache, ja? Ja. Er sagt, dir wurde dasselbe offenbart wie Moses, okay? Erstmal, das stimmt nicht. Und zweitens, ja, wenn er schon über Moses redet, ja, dann war die Geschichte im Koran über Moses keine Offenbarung. Richtig. Mhm. Das war nur übernommen. Richtig, ja. Also aber das mit Moses, wo sie sich eigentlich selber ans Bein geschossen haben, tatsächlich, Leute, ich erzähle euch mal was. Ich war ja vor kurzem in einen Tabakladen, okay, und habe da was geholt. Da hat mich der Kollege gesehen, hat er gesagt, hey, du bist doch Streamer, du streamst doch. Und da habe ich gesagt, ja. Aber der war voll nett. Der war jetzt keiner, der jetzt irgendwie mich blöd angemacht hat. Der so, ja, aber warum machst du das denn? Ja, und dann habe ich gesagt, hey, es muss aufgeklärt werden, ja. Man muss die Wahrheit sprechen. Und da habe ich ihn tatsächlich auch über die Geschichte erzählt. Über Moses, und dann habe ich ihn tatsächlich gesagt, er soll Sahih al-Bukhari 3 mal lesen und sich das mal anschaut. So, ich kam irgendwann mal nach ein paar Wochen später wieder zurück und habe ich gesagt, hast du diese Überlieferungskette gelesen? Da hat er gesagt, hey, ja, habe ich, das ist wirklich sehr komisch, aber es ändert nichts an meinem Glauben. Dann habe ich mir im Kopf gedacht, so, hey, was ist das denn? Das ist ja eine Art Blockade. Du kannst doch nicht an die Lüge weiterhin glauben. Wenn du selber von dir aus selber sagst, hey, da ist wirklich ein Problem in diesem Vers drin, warum glaubst du noch daran? Mhm. Also der hat klipp und klar gesagt, Leute, ihr müsst gut zuhören. Er hat klipp und klar gesagt, als Moslem vor allem, hat er gesagt, hey, du hast recht, ich habe es mir durchgelesen. Das ist echt katastrophal. Aber er hat gesagt, das ändert nichts an seinem Glauben. Kollege, du dienst einem falschen Gott. Wisst ihr, dass das Problem eigentlich allgemein auf der ganzen Welt ist, was im Islam betrifft? Guck mal, viele Familien zum Beispiel, die islamisch groß werden, auch bei mir in einem Freundeskreis,
Warum kann ein Muslim zum Beispiel nicht aus dem Islam raus? Ihr wisst ja, aber gerade die aus dem Islam kommen, ne? Ich bin ja selbst auch Ex-Muslim, aber ich habe das Glück gehabt, dass, ja, ne, dass ich christlich groß geworden bin, dann erst im Islam gekommen bin und dann auch wieder schnell raus. Ne? Gott sei Dank hat mich Jesus auch wieder geholt direkt. Aber viele Muslime zum Beispiel, die in islamischen Familien groß werden, die haben leider immer die Angst, die Familie zu verlieren. Das ist ein Grund zum Beispiel, warum die dich verlassen. Dann kommen sie mit Argumenten zum Beispiel, ja, die viele Muslime werden ja wieder Muslime, viele Frauen konvertieren zum Beispiel im Islam, wo ich mir denke, der einzige Grund, warum die meisten zum Beispiel zum Islam konvertieren, ist erstens wegen einem Partner. Sie machen das nicht aus dem Glauben heraus oder sonst irgendwas, weil sie studiert haben. Nein, nur um diesen Menschen zu heiraten, damit sie akzeptiert werden. Wir haben das in den Kindergarten, in den Schulen. Die Christen werden heute ausgegrenzt, ne, wollen aber befreundet sein. Was machen die? Die nehmen den Islam an, lassen sich da auch direkt so, sag ich mal, manipulieren. Ne, kommentieren nur, um der Gesellschaft anzugehören. Und das ist der einzige Grund. Wenn es nur rein um die Wahrheit gehen würde, und man würde wirklich mit reinem Herzen studieren und mal neutral denken, würde man am Ende Jesus Christus annehmen und niemals den Islam folgen. Und als Frau sowieso nicht. Als Frau wär ich noch 10-mal, wahrscheinlich hätte ich mich geweigert, den Islam anzunehmen. Ne, weil das ist, also wenn man den Koran liest, ne, und dann kommen sie, ja, man muss auf Arabisch lesen. Nee, muss man nicht. Man muss nicht Arabisch kennen. Ja, ja. Ich sag euch mal was, auf Arabisch ist es sogar noch 1000-mal schlimmer. Schlimmer. Richtig, und genau das ist das. Und der Christian Prince zum Beispiel, habt ihr gerade eben drüber gesprochen, der ist, also für mich, und auch wie du schon sagst, Sam Shamoon oder auch David Wood, obwohl ich sagen würde, so Sam Shamoon ist ein bisschen, ja, die beiden sind auf einer Wellendings, dass die den Islam sowieso komplett auseinandergenommen haben. Und selbst Sheikh zum Beispiel, der Hochgelehrte. Ich finde, Sam Shamoon hat den Islam, so wie Paulus, auseinandergenommen, aber richtig. Ganz genau. Und eins verstehe ich nicht. Wieso zum Beispiel leugnen diese TikTok-Muslime ihre Verse, aber Hochgelehrte, die anerkannt sind in arabischen Wäldern, in der arabischen Welt, die stehen dazu und sind sogar stolz darauf. Und die haben einen Namen. Aber so TikTok-Muslime sagen so, nö, das stimmt nicht, du interpretierst das falsch. Aber deine Hochgelehrten sagen es anders. Die sagen, ja, steht so, wir sind stolz drauf, ne? Wir freuen uns darauf. So, hä? Was ist denn der Sinn so? Absolut. Ihr interpretiert die Verse, wie ihr wollt. Nein, wir gehen auch nach den Tafsire. Die Tafsire schauen wir uns an und dann lesen wir genau das, was in den Tafsiren drin steht. Keiner interpretiert irgendwas aus seinem Mund. Das nennt man Lügen und nochmal Lügen, weil ich würde niemals über einen Vers lügen. Ich kann nur das zitieren, was drin steht. Ja, das ist auch Lexa, möchtest du wach werden kurz? Wach werden? Da muss der wahre Glaube, der Bruder muss ihn kurz groß machen, dann muss er auf sein Handy ran. Gerne. Ist kein Hadith, ist ein Vers aus Koran. Ich zeige euch, guck mal, wie die das auf Deutsch übersetzen. Und keine Wen Achtung soll ich darauf. Groß machen? Der wahre Glaube. Okay. Oder kannst du kurz anmachen? Beja Sure, Beja. Sure 19. Warte. Schreib einfach im Google Sure 19, Sure 19, geh auf. Ich habe geh auf diese Gebetzeiten.de oder so. Da muss okay, auf Arabisch sein. Dann spreche ich mal mit Juli Sniper. Juli Sniper jetzt, hallo. Ja, hallo, könnt ihr mich hören? Wir hören dich sehr gut. Okay, sehr schön. Also, hallo erstmal an alle. Deswegen, ich wollte nicht dazwischen quetschen. Ich wollte nur also begrüßen aus Respekt zu alle, die da sind. Ja. Und die gucken. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil das ist das erste Mal, dass ich jetzt hochkomme auf TikTok. Okay. Ja, Gottes Segen erstmal euch allen. Dir auch, Gottes Segen. Ja, ich wollte Gottes vorhin. Segen. Danke. Ich wollte auf jeden Fall vorhin hochkommen, als du mit, glaube ich, weiß nicht, wie der hieß, Eisenbahn oder Eisenstange oder irgendwie sowas, wie er sich auch nennen wollte. Eisenhammer, ah ja, okay. Ich bin selber Aramäerin und es ging ja um das Wort Allah oder Elohim und die Übersetzung davon. Und es ist in der Tat so, dass wir Aramäer halt Aloho sagen. Aber Aloho ist halt, wenn man Aloho jetzt übersetzt auf Deutsch, dann heißt es Gott, auf Englisch God, das heißt halt Gott. Aber Yahweh, so hat Gott sich halt vorgestellt, identifiziert mit Ich bin, der ich bin. Und das kommt zweimal auch sehr stark vor und das ist auch in dem Moment, wo
also Jesus Christus auch gesagt hat, bevor Abraham, Yahweh, ich krieg gerade so richtig Gänsehaut, wo ich es gerade sage, das ist halt so ein starker Punkt. Und das war auch der Punkt, wo die gesagt haben, ey, der sagt gerade, dass er Gott ist. Und dann wollten die ihn halt töten, umbringen und haben ihn halt wie einen Kriminellen einfach ans Kreuz gehängt. Und ja, das halt dann, guck mal, jetzt zum Beispiel Beyoncé, ich sag jetzt zum Beispiel, ja, die sagt jetzt auch, thank you God, aber die glaubt nicht an Jesus und die glaubt auch nicht an Allah. Die hat einen anderen Gott und zwar Satan. Das sind ja so richtige, die sind ja voll von der Illuminati und sowas. Also Gott ist sehr breit, aber welchen Gott dienst du, das ist wichtig, weißt du? Und es ist in der Tat so, dass Yahweh und auch Elohim, wie er sich nennt, ja, der Gott von der Tora ist und auch vom Injil. Und El Shaddai ist halt Gott allmächtig und Rafa, Gott, der heilt. Und das kommt in der Tat, also wie ich es jetzt von euch auch allen gelernt und gesehen habe, dass das gar nicht vorkommt in ihr Buch. Von daher kann es nicht wirklich der gleiche Gott sein. Ja, die sagen Gott, die nennen Allah Gott, das heißt halt Gott, aber welcher Gott? Und das ist halt die Frage. Und da wollte ich halt drauf eingehen vorhin. Ansonsten, ich bin keine Gelehrte, ich kenne die Bibel auch nicht aus dem Kopf raus, aber ich bin auf jeden Fall jedem dankbar, der hier reinkommt, ob jetzt die ganzen Brüder in Christus oder jetzt irgendwelche Moslems, die halt auch irgendwas über den ihr glaubt. Man lernt halt voneinander, so lernt man auch den anderen Glauben kennen. Ich sag ganz ehrlich, also rede ich gerade zu viel, oder? Alles gut. Ja, ich wollte auf jeden Fall sagen, also ich habe mich nie wirklich interessiert für irgendeinen anderen Glauben, aber ich habe angefangen, so ein bisschen nachzuforschen, als ich herausgefunden habe, dass im Islam halt gesagt wird, dass Jesus nicht gekreuzigt wurde. Und das war für mich ein Riesenschock, wo ich mir dachte, was? Das ist ja unser Fundament, das ist ja alles, wofür wir leben, halt sein Blut, weißt du? Und das Opfer, was er für uns gebracht hat, wie kann man sagen, dass das nie passiert ist? Und ich habe wirklich nicht länger als 10 Minuten gebraucht, um, also ich brauchte das ganze Buch gar nicht zu lesen, überhaupt gar nicht. Einfach diesen Moment, wo die gesagt haben, ja, die haben Judas da ans Kreuz gehängt und er hat so getan, als ob das Jesus war, da dachte ich, nein. Also das ist für mich nicht glaubhaft, ganz einfach, also mit allem Respekt an jeden Menschen, der gerade zuschaut. Aber für mich ist das so, ja, nicht wahrhaftig. Weißt du, was ich meine? So, warum sollte Gott jetzt irgendwie, ich meine, er hätte Jesus auch einfach aufsteigen lassen können in den Himmel, so, ihr fasst meinen Sohn jetzt nicht an. Weißt du, was ich meine? Wieso sollte er jetzt irgendwelche Leute veräppeln, so zwischen zwei Dinges, so damit jetzt er gerettet wird? Nein, wenn Gott nicht will, dass jemand dich anfasst, dann zeigt er das auch und er kann das auch so machen. Wieso sollte er jemanden täuschen? Und dann wird es auch heißen, dass wir alle jetzt gerade an Jesus glauben und ihm folgen, dank sei dieser Täuschung. Ne? Weißt du, was ich meine? Ja. Und das war halt für mich der Punkt, eine Sache wollte ich noch hinzufügen, Leute. Und dann glaube ich, sollte ich mich ein bisschen hinlegen, weil ich merke, ich bin verdammt müde. Mhm. Und zwar, Leute, ich werde in 7 Stunden, 8 Stunden werde ich zum Arzt gehen. Und dann werde ich sagen oder fragen, die erste Frage, die ich stellen werde, zwischen den Rippen der Frauen, ob da Sperma rauskommt. Wenn der Arzt mir dies bestätigt, dann... Also sage ich dir, was er dir sagt. Der gibt dir Hausverbot. Der gibt dir Hausverbot und sagt, komm hier genau. Also ich werde offiziell morgen meinen Arzt fragen. Ja. Aber Flex, dein Arzt Flex, ist nicht Muslim, oder? Nein. Flex, können wir noch kurz den einen Vers kurz machen, wenn es geht, dann gehe ich auch raus. 19? Nee, Juli, das ist 19, 24. Hebt ihr auf, Flex, dann merkt ihr das. Suche 19, Vers 24. Okay. Mach mal Kamera an, Bruder, zeig mal diese Vers. Ja. Für die Zuschauer. Also vielleicht nehme ich das auf. Wenn mir mein Arzt das erlaubt, nehme ich das morgen auf. Ah, suche nicht. Okay. Lies mal auf Deutsch erstmal, Bruder. Da rief er ihr von unten her zu, also unter Miriam. Sei nicht traurig, dein Herr hat dir einen Bachlein fließen lassen. Also warum muss er unten? Was? Was macht er unten? Was macht der Allah unter der Jibril, nein, unter Maria? Das ist ja Jibril. Was macht er unten? Genau.
da rief er von unten herzu zu Maria: Sei nicht traurig, dein Herr hat dir einen Bachlein fließen lassen. Welche Bachlein? Aber guck mal, warte ganz kurz, Bruder. Ja. Aber auf Arabisch steht da, Fanadaha min tahtiha. Ja. Also unter ihr, nicht unten von unten, sondern unter ihr. Was macht Jibril unter Maria? Dem Koran ist jetzt, ne? Aha. Was macht er unter ihr? Ja, Kafir. Ja, Kafir. Ja, Kafir. Kafir. Ja, Munafik. Was macht er unter ihr? Ja, oder von unten, was macht er da? Was macht Jibril da? Ich dachte, das heißt Kun von Fayakun sei uns. Nein. Und wir lesen Surat al-Maryam 17 und so alles, dann gehen wir da drauf. Und Surat al-Tafsir al-Baghawi. Und Jibril war ein junger Mann, Maria war nackt im Bad. Und er fasste Maryam. Allah. Ja. Aber was macht er unter ihr? Seid mal ehrlich jetzt, was macht er unter ihr oder von unten? Was macht er da? Ja, das wissen wir, was er da macht. Er pustet. Leute, ich küsse alle eure Herzen. Ja, das war mal wieder ein sehr, sehr schöner Livestream. Aber Leute, ich sag euch ganz ehrlich, ich muss fit sein für morgen, dass ich auch morgen wieder live kommen kann, weil ich bin gestern zum Beispiel nicht gekommen, weil ich so müde war und so am Arsch war. Und ich denke mal, ihr wollt ja, dass der Flex fit wird für morgen. Und ich bin morgen auf jeden Fall safe da. Ja, dann bedanke ich mich erstmal an alle, die hier drinne sind. Und auch an die Geschwister, Brüder, alle, die hier drinne sind. Und auch an den Bruder Wahre Glaube, Jesaja, Judy, Mohammed. Mach mich klein, Flex. Ja, alles gut. Alim. Und alle anderen, die hier drinne sind, ich bedanke mich, dass ihr da wart. Ups, oh Scheiße, guck mal, jetzt lasse ich sogar Sachen fallen, weil ich einfach so. Aber Leute, so. Wir können ja auch alle für Flex beten, ne? Aber, dass sein Hals besser wird, damit er seine Stimme nicht verliert. Das wäre schon mal was Schönes. Wir haben ja hier 270 Leute, wenn ihr Muslime drunter sind, ne, beschäftigt euch wirklich mit dem Koran, mit dem offenen Herzen, ne? Die Tür ist noch offen, ne? Am Ende nehmt den Herrn Jesus Christus an. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, nichts anderes. Der Islam wird untergehen, so auch die anderen Glaubensrichtungen, die es auf der Welt gibt, werden untergehen. Nur Jesus Christus ist die Wahrheit. Amen. Es gibt tausend zig Belege, Beweise, selbst die größten Kritiker, den christlichen Kritiker sagen selbst, er wurde gekreuzigt, er ist aufgestanden. Und der Islam, die Kreuzigung. So, er wird wiederkommen, auch noch Koran wird er wiederkommen. Und wenn er wiederkommt, er sagt ja selber, in der Bibel steht ja, und sie werden sich verstecken hinter Bergen und es wird ihnen keiner, sie werden nicht wegkommen. Es werden Zähne knirschen sein und klappern. Und glaubt mir, wenn ihr dann nicht, wenn ihr immer noch da seid, dann dran, ihr werdet, es gibt kein Zurück mehr, ihr könnt nicht mehr, die Tür ist zu. Einfach zu. Ihr könnt nicht für euch selber. Stellt euch mal vor, laut den anderen Glaube kommt der Herr Jesus Christus und kommt richten und er wird das Kreuz brechen, sagen die. Und dann sagen die noch, die fügen noch eiskalt hinzu und er wird das Schwein töten. Welches Schwein? Das ist auch ein bisschen jetzt. Ja, weißt du, warum die das sagen? Weil die sagen ja, vor allem, das ist ein Schwein. Und vor allem, was für ein Schwein? Was ist der Nutzen, wo ist der Sinn dahinter, ein Schwein zu töten? Hä? Ja, das arme Tier. Weißt du, warum? Weil die sagen, dass Christen Schwein essen. Was das Witzige an der ganzen Sache ist, Gott hat das Schwein erschaffen. Aber weißt du, dass die Ungläubige wegen Schwein und das Kreuz seid? Nur wegen diesen zwei Sachen? Ach so, ihr euch nicht? Ja. Nur wegen Schwein und Kreuz. Der wahre Glaube? Wahnsinn, das ist so krank. Wahre Glaube, Sane, Jibril, Kirub und Kiminake, Hana. Ari. Das weiß ich. Kennst du das? Ja, kennst du diesen Hadith? Ja, wo er Janaba macht. Laiwa, wo er ihn Udu beibringt. Genau, Udu. Er hat seine Unterteile gewaschen, Jibril. Wie Muhammad das macht. Ach, du Scheiße. Jibril hat das selber. Er bringt ihn bei, wie man Udu macht. Jibril hat das selber. Er zeigt ihm, wie man Udu macht. Er bringt ihn bei. Es gibt einen authentischen Hadith darüber. Ja, das ich kenne. Ja. Jetzt wissen wir, was er unter ihr macht, ne? Genau. Deswegen, Leute, ich bin so Gott froh, dass wir dem wahren Glauben folgen und wir werden auch weiterhin.
Ja, Julie. Amin, habe ich gesagt. Amin, Amin. Deswegen, Leute, ich küsse eure Herzen. Leute, ich merke, ich bin so am Sack. Ich gucke jetzt vielleicht noch eine Folge Fauda an. Ja, das ist noch meine Serie, wo ich noch gerade dran bin. Ich gucke Fauda an, Leute, und dann lege ich mich hin, Leute. Ich bin so müde. Und an alle, die hier drinne sind, Leute, wirklich von ganzem Herzen, ich will mich noch mal bedanken, Leute, für euren Support und für die Liebe und an die Chats. Ich sehe alles, was ihr schreibt, nur ich muss mich immer darauf konzentrieren, dass ich auch allen hier antworte. Diese Serie ist krass, ich kenne das auch. Ja, ist Bruder, ja, ist eine krasse Serie. Bruder, ja, würde ich sogar jedem empfehlen. Kennst du diese Stelle? Weißt du, wie die manipuliert werden, die Muslime dort? Ich weiß, Sure Bruder. Sure 2, Vers 120. Weder Juden noch Christen werden mit euch zufrieden sein, bis ihr das. Kennst du diese? Da sagt er auf Arabisch, Lande Jardank und Yehuda und Nasara. Diese Vers wird in der Schrift manipuliert. Du, das ist alles ISIS. Alles ISIS, wissen wir. Alles ISIS. Aber Leute, ich möchte Bruder, was Schönes sagen an die Community. Warte ganz kurz was sagen, Flex. Mein Account wurde gehackt, deswegen bin ich vielen entfolgt. Also ich bin nicht entfolgt, sondern mein Account wurde gehackt. Und auch deswegen sind auch meine ganzen Videos weg. Und deswegen bin ich dir auch nicht mehr gefolgt. Ich bin jetzt nochmal gefolgt. Ach so, okay, ich folge dir auch. Alles gut. Darf ich vielleicht noch was sagen, Flex, wenn es noch geht? Ja, natürlich, Schwester. Also ich hatte eine Bitte an alle Brüder und Schwestern, die gerade zugucken auch. Es ist also von Herzen, sage ich wirklich, es ist so wichtig und Jesus hat uns auch gesagt, dass wir das Evangelium verbreiten sollen. Das heißt, seid wirklich das Licht der Welt. Wenn ihr Leute seht, die einfach kaputt sind oder einfach wirklich kaputt sind von dieser Welt und von den ganzen Umständen, nehmt die auf Seite, erzählt ihnen, dass es Hoffnung gibt, sagt ihnen, erzählt ihnen über Jesus. Und das ist einfach so wichtig, dass wir das machen, in welcher Situation man auch ist, einfach das Evangelium verbreiten und auch die Liebe von Jesus ausstrahlen. Das heißt, nicht hassen, wirklich dieses Licht und diese Liebe ausstrahlen, dass sie einfach sehen, so, ey, du hast was, ich will das auch. Du hast so eine Freude, du hast so eine Ruhe, so einen Frieden, ich will das auch. Dass sie einfach hungrig werden, wenn die mit dir reden oder dich nur sehen. Also, dass deine Aura die voll catcht und das ist wirklich sehr wichtig, dass wir einfach Jesus gleich werden und mit Liebe und Licht das Evangelium verbreiten. Weil es gibt viele Leute heutzutage, die einfach Hunger haben und wirklich keine Hoffnung haben und nicht mal wissen, wer Jesus ist, nur seinen Namen kennen, aber nicht wissen, was er eigentlich für uns getan hat und was er noch für uns tun kann, wenn wir unser Herz öffnen. Und das Herz ist auch der Schlüssel und deswegen, Flex, auch an dich, Bruder, ganz ehrlich, du steckst sehr viel Energie in Menschen und ich verstehe das, du machst auch was Gutes auf jeden Fall, aber wenn jemand so, wie sagt man das auf Englisch, ist es stubborn, weißt du, wenn er so dickköpfig ist und einfach nur kommt, um dich zu widerlegen, dann verlierst du deine Energie an einem Platz, wo das nur saugt, weißt du, was ich meine? Ich bin halt jemand, wie gesagt, ich beschäftige mich sehr, sehr viel zurzeit damit und tatsächlich, ich habe gar keine Angst, egal wer kommt. Ich lerne auch sehr viel von Sam Shimon, bin ich ganz ehrlich und deswegen habe ich auch gar keine Angst und deswegen, ich glaube, die haben das auch gemerkt, dass, wenn du hochgehst bei dem Kerl, wirst du Schwierigkeiten haben. Weil wenn ich anfange, Fragen zu stellen, dann wird es ekelhaft. Ja, genau, aber Angst sollst du auf keinen Fall haben. Keiner von uns. Gott hat richtig so oft in der Bibel gesagt, macht euch keine Sorgen und habt keine Angst, weißt du? Wozu sollen wir Angst haben vor einem Menschen von Fleisch und Blut? Das Schlimmste, was sie uns antun können, ist uns töten. Und das haben sie bei Jesus angetan. Deswegen. Aber ich sag immer, wenn die mich hassen, weil ich Jesus folge, dann ist es okay. Aber die sollen nicht Jesus hassen wegen mir. Weißt du, was ich meine? Und das ist sehr wichtig, halt, dass man halt Jesus rüberbringt auf eine liebevolle Art und Weise. Und Angst, auf jeden Fall sollte man keine Angst haben. Du machst dein Ding auch, wie du es machst. Und du, also ich habe auch sehr viel gelernt hier auch über alles, über andere Glauben, also wie jetzt Islam oder Christentum. Ich lerne auch sehr viel von dir und auch von anderen auf TikTok.
mehr als dass ich jetzt selber lese, weißt du, was ich meine? Aber also es trägt schon seine Früchte, man lernt davon und ich will dich mir auch dafür danken. Auf jeden Fall. Wir sind alle Paulus-Schüler, normal, wir müssen. Ja, genau, und du hast halt dieses Talent, du hast halt ein Talent, jeder hat so sein Talent, weißt du, der eine singt Gospel, der andere recherchiert und macht seine Arbeit auf einer anderen Art und Weise, so benutzt Gott halt jeden individuell auf seiner eigenen Art und Weise, was er gut kann. Ich bin halt, was das angeht, bin ich ein bisschen radikaler. Warum? Ich spreche die Fakten klar und deutlich aus und das passt den Muslimen nicht. Mhm. Ich bin halt knallhart in meiner Wortwahl. Sorry, ist leider so. Ich muss knallhart sein. Ich kann da nicht locker sein. Ich bin knallhart bei sowas. Ja, ist auch okay. Also du bist, wie du bist und deswegen gucken wir auch und da kommen auch Leute hoch und es wird debattiert und wir lernen von beiden Seiten, okay, oh, ich habe jetzt so viel auch über Islam gelernt, was ich gar nicht wusste, weißt du, weil ich habe nie dieses Buch aufgeschlagen, weil es mich einfach nicht anzieht. Lester, brauchst du nicht. Lass die Finger davon, brauche ich auch nicht. Weil lass die Finger davon. Sobald du diese Musik hörst, das ist so eine manipulative Musik, glaub mir. Glaub mir, das ist wie als so eine Schlange, so glaub mir. Lass die Finger davon. Nein, aber ich habe auch, also ganz ehrlich, mein Vater hatte schon einen Koran, ich werde jetzt nicht lügen, ich bin Aramäer, mein Vater hatte schon, der konnte auch Arabisch lesen. Und da habe ich, ich weiß noch, also mein Vater lebt nicht mehr, Alom Hasele, aber auf jeden Fall habe ich gesagt so, Papa, wieso hast du das überhaupt, weil wir sind noch keine Moslems, ne? Und dann er so, ja, ich will einfach gucken, was da steht. Und er war halt auch interessiert, was da drin steht und er hat einfach verglichen und gemacht und gelernt und geschrieben. Also mein Vater war schon sehr auch in dem Ding drin. Aber auf jeden Fall, ich selber, ganz ehrlich, wenn sich herausstellen würde, dass das Christentum eine Lüge ist, dann wäre ich Atheist. Also ich würde mich auf keinen Fall für irgendwas anderes entscheiden. Aber das wird nicht passieren, weil Gott ist wahrhaftig. Und ich liebe Jesus, er ist mein Leben. Und es hat einmal ein Moslem zu mir gesagt, ja, ich habe gesagt, man spürt den Heiligen Geist, man spürt diese Wärme und diese Liebe. Und er so, ja, was, wenn der Teufel dich verarscht und dir dieses Gefühl gibt. Und da habe ich ihn einfach widerlegt, indem ich gesagt habe, so alles, was vom Teufel kommt, kommt mit Unruhe und einfach alles Schlechte. Ich so, aber wenn du Frieden fühlst mit dieser Liebe, die du spürst und diese, also im Moment, wo du den Heiligen Geist spürst, kriegst du Frieden und alles, was von ihm kommt, kommt mit Frieden. Dann weißt du, dass es von Gott ist und nicht vom Teufel, weißt du, ganz einfach. Und er ändert dich ja auch. Du wirst ja zu einem besseren Menschen, einem ruhigen Menschen. Ich war früher voll die Schlägerbraut und so. Bin ich nicht mehr, weil ich schäme mich um jetzt irgendwie so. Oh mein Gott, du Schlägerbraut. Ja, ich war früher schon schlimm, ne? Also Jesus hat mich verändert und das ist für mich der größte Beweis, dass ich einfach nachdenke, bevor ich irgendwas sage oder nachdenke, bevor ich irgendjemandem wehtue mit dem, was ich sage. Weißt du, ich denke einfach nach und also ich bin der lebende Beweis dafür, dass Gott, also Jesus, Menschen ändern kann und er ist da, er ist überall und er wird zurückkommen, er wird alles kaputt machen, alles. Und ich freue mich auf den Tag und ich hoffe, dass er mich abholt, dass ich mit in dieser zu dieser Braut dazugehöre, wenn er seine Braut abholt. Und ich hoffe, dass wenn er zurückkommt, um den Satan und seine Dämonen kaputt zu machen, dass ich einfach als Kriegerin mitkommen darf und einfach alles zerreißen darf. Ich bin ready. Dann kann ich wieder diese Gangsterbraut sein, aber dann bin ich halt so auf Gottes Seite, weißt du, was ich meine? Richtig. Ja, auf jeden Fall das. Und ja, und das war's. Und jetzt, ich werde auf jeden Fall auch für dich beten. Vielleicht können wir alle mal für Flex beten, dass sein Hals nicht mehr so trocken ist und er Livestreams weitermachen kann. Und wenn du müde bist, Flex, auf jeden Fall Vitamin B12. Kannst du dir kaufen bei DM. Du nimmst dir eine Brausetablette mit ein bisschen Wasser und du wirst direkt fit. Innerhalb von 10 Minuten kannst du einen Marathon rennen. Ja. Ich glaub's dir. Ja, ich möchte nur noch mal kurz was zu der Community sagen. Erstmal vielen, vielen Dank an alle, jegliche Nationalitäten, egal wer, wirklich meins ernst. Ich küss eure Herzen. Bestes Support und wir sind extrem gewachsen, Leute. Ich sage euch ganz ehrlich, Leute, wir sind mega gewachsen und wir werden weiterhin sehr, sehr stark wachsen und das als Community zusammen. Und ich denke, mehr muss ich nicht hinzufügen.
Gnade des Herrn Jesus Christus, guck mal, jetzt fresse ich sogar Wörter. Die Gnade des Herrn Jesus Christus mit uns allen und wirklich ganz, ganz viel Liebe und jeder, der hier supportet hat, vielen, vielen Dank. Und ich denke mal, ja, mehr müssen wir nicht hinzufügen, ne, Leute? Aber, ja, Gottes Segen, ja. Judy, vielen Dank. Mohammed, vielen Dank. Julie, vielen Dank. Jesaja, der wahre Glaube, alle vielen Dank. Und gute Nacht an meine ganzen lieben Geschwister und Brüder, die hier drinnen sind und zugeguckt haben und mit unterstützt haben, Leute. Ich küsse eure Herzen. Danke dir. Gute Nacht, Gottes Segen, schlaft alle gut. Machen wir kein Vater Unser zum Ende, das wäre voll schön eigentlich. Wer möchte das sagen, weil ich bin totmüde. Ich mache auf Aramäisch. Ist das okay? Das Vater Unser auf Aramäisch? Ja. Alter, das will ich jetzt hören. Okay. Ja, seid ihr ready? Ready. Wir sind ready. Okay, ich mach mal kurz Handy so aus der Mitte, dann kann ich meine Hände auch. Ja. Okay. Abun Bishmayo, Nefkada Shishmoch, Tithe Malkutho, Nehuesu Bionoch, Haikanot Bishmayo, Of Baro Haplan, Lahmut Sunkonan, Yomono Washbuklan, Haubain Wachtohain. היכנו דוף חנן, שפאקל חיו בין, לא תעלה נסיונו אלו פעסולן, מן בישו מתו תילוכי מלכותו, חיילו תשפחתו לעולם עולמין, אמין. אמן, אמן. אינפל, יא, דסבאס, אמין. Amen. Der Herr segne euch und ja, Flex, euch auch die ganze Community. Ja, wir hören bis morgen oder so, Flex. Wir hören voneinander, mein Lieber. Shalom aleichem. Shalom, shalom, shalom aleichem. Ey, mein Hals ist so trocken, unglaublich. Also Leute, gute Nacht. Ich liebe euch von ganzem Herzen und Leute, ciao, ciao. Gute Nacht, ciao, ciao. Ich weiß nicht, wie ich raus muss, aber... Hm?